Ach, meine Fresse, ich glaub das nicht, ey. Sexgay, herzlich willkommen im Stream. So, was haben wir jetzt hier? Kann ich auch nur bei dir sagen, Lukas, danke. So. Versuch mich noch mal einzuladen, gerade eben ging's nicht. Sykes Cake oder hat man keinen Regen? Meine Frage, hört man Spielesound? Hört man? Okay, gut. Sucks Cake, man kann mitspielen, wenn man Follower ist und ich weiß aber nicht, wie lange ich heute Rainbow spiele. Das ist halt die Sache, ne? Aber wenn man Follower ist, dann kann man gerne mitspielen. Wow, der Host kommt auch nicht rein. Okay, du bist ein Follower. Ich habe keinen Überblick mehr über meine Follower. Sorry dafür. Ja, wie du hier siehst, das ist von Uplay mein Name. Dann einfach den Namen eintippen, mir eine Freundschaftsanfrage senden und dann passt das. Und halt noch auf meinen Discord-Channel kommen. Er Dann ist auf geht. deinem Discord-Channel. Ist er? Ich hab ernsthaft keinen Überblick mehr darüber. Ist schon wieder alles so stressig und schlag mich tot. Da krieg ich Motten. Da krieg ich ernsthaft dicke, fette Motten. Ich hab kein. Kein Überblick mehr darüber. Er ist wirklich auf meinem Channel. Ist aber nicht Ara. Nee, Ara ist das nicht. Weil dann lass mal bei mir in den R6-Channel reinlutschen. Hallöle. Hallöle. Du bist bei mir Follower? Weiß ich ja gar nichts von. Ja, als du mal Fortnite früher auf der PS4 gespielt hattest. Fortnite auf der PS4, das ist aber jetzt auch schon fast ein Jahr her. Ich weiß. Seitdem habe ich fast gar nichts mehr gemacht. Also habe keine Streams mehr geschaut und so weiter. War eigentlich nur in der Stadt und mit Freunden unterwegs. Ah, okay. Und ich habe meinen Namen geändert. Wie hieß denn du vorher? Skylexer. Okay, das sagt mir irgendwas. Das sagt mir wirklich irgendwas. Ja. Ja, Lukas, wie ist das? Hast du auch Bock mitzuzocken oder wie ist das hier? Oder willst du nur in meinem Stream rumpimmeln und gar nichts tun? Das geht ja mal gar nicht. Ja, Lukas, Überblick habe ich echt verloren über die ganzen Follower. Wenn man nur ab und zu mal streamt. Ah, okay, er spielt gleich Titanfall. Dann hat sich das auch wieder erledigt. So, da ist die Anfrage, ob ich diesmal reinkomme. Nö, ich komme da immer nicht in die Session rein. Warte mal, ich versuche dich mal einzuladen. Ach Mann, ich sehe schon wieder keine Freunde, ernsthaft? Kann dich einladen. Versuch mal. Dann versuche ich gleich Kevin irgendwie einzuladen, wenn das geht. Hä, wie, hä? Er kann mich einladen. Aber ich kann ihn nicht einladen. Ja, das ist doch wegen dieser Two-Step-Verification. Irgendwie kannst du dich deswegen, also kannst du Leuten irgendwie nicht beitreten, was ganz komisch ist.
Ja, doch, doch, hier bei dem Cake bin ich jetzt drinne. Ach, jetzt kann ich dich einladen. Hä? Wow. Vielleicht bin ich hier ein Rainbow Six Siege Dev und regel das für dich. Nee, ich hab da ein tierisches Problem seit gestern. Will die ganze Zeit Uplay dieses Autofication da machen, diese Zwei-Step-Ding. Dadurch, dass ich das aber nur auf meinem iPhone drauf habe, haben die dann im Nachhinein gesagt, weil ich so oft den PIN und irgendwas verkehrt eingegeben habe, ich soll mich beim Kundensupport melden. Ja, dieser Kundensupport ist aber nur von tagsüber und tagsüber hatte ich nicht mehr dran gedacht. Und ja. So nebenbei, mein Nacken ist gerade gefickt, Alter, ohne Spaß. Jetzt, wo ich von Sexy Cake den Rang sehe und ja, muss groß, tschüss. Ich bin raus. Security an der Bombe. Ja. Das Ding ist, mach dir bitte jetzt nicht irgendwie so Gedanken, wir können was. Nein, also ich auf jeden Fall nicht. Meine erste Runde war auch Lieber nicht so locker dolle. spielen, juckt es mich. Rang interessiert mich auch nicht, weil nächste Woche kommt sowieso die neue Season und dann spiele ich erstmal auf Plat direkt und mal schauen, wie weit ich dann komme. Ja, auch gut. Nein, aber Secure Area oder Bombe? Mach ruhig Secure Area. Okay. Ist schon witzig zu spielen. Ich denke mal locker. Ja, bitte. Sonst platzt mir links und rechts der Hoden, Alter. Lass mich stecken im Ranking. Was ist das, Alter? Kenn ich auf PC nicht. Was ist diese? Kann man essen? Kann man trinken? Was ist diese? Hast du gefunden auf Baustelle oder was? Ist ja schlimm. Oh, und dann da. Achso, es ist möglich, dass ich manchmal während der Runde toxisch werde, also nicht wundern. Och, kein Boah. Problem. Habe ich aber Was auch geht die denn, Bruder? letzten. Bist du ja. Habe ich aber die letzten Tage auch ohne Ende. Nein, aber ich werde so toxisch bei meiner Tastatur, sind auf den Knöpfen schon einzelne Risse. Nicht auf der Tastatur Alter. selbst, auf den Knöpfen. Ja, da muss ich Dann, los, ne? keine Ahnung, hast du ein Messer neben dir? Machst du da immer so, ah Nein, ja, ich Alter, benutze jetzt den meine Knopf an. Faust. Oh, scheiße, Alter. Man hat einen 75 Hertz-Monitor und was ist? Er zeigt unten 60 FPS an. Wo ist die Logik, Spiel? Ach, das ist nur so bei dem Ding hier so. Aber Also. jetzt hier Ara online, ne? Corki fragt, wie alt deine Tastatur ist. Keine Ahnung, ich glaube schon 2 Jahre, was mich selber überrascht. Wow, 2 Jahre. Was ist denn das für eine Tiare. Marke? Naken. Das ist eine richtige No-Name-Marke um Ich die wollte gerade Ohren. sagen, kenne ich nicht. Ja. Das reicht, dass ich Oder. Klim kenne. Aber kennst du diesen speziellen PS4-Controller mit jetzt, der wie so ein Xbox-Controller ist? Razer oder was war es gewesen? Nakon, Nakon. Ja, das ist die Tastatur, die ich habe. Ah, okay. Da kenne ich eigentlich nur die Scheiße, den PS4-Controller. Nakon. Das ist nämlich der größte Rotz, den man sich kaufen kann. Ohne Spaß. Nakon-Controller, die Dinger sind so für den Arsch, Alter. Du stellst dich über PC ein und die funktionieren nicht mal richtig auf der PS4. Oh, ich muss schnell machen, ich muss schnell machen. Nee, ich hole mir schon eine neue Tastatur von Razer. Sonst sollte alles geregelt sein. Oh, Kevin, du alter Pika. Unten in der Kirche, die haben einen Montagnier. Also hier links von mir, hinter mir. Da ist Montagnier gerade. Ich laufe erstmal falsch rein. Ah! Ja, RIP.
Sledge. Hab ich. Rechts von dir im Hallway, Montagne. Muss, Großbruder! Ich hab nur noch 24 Murmeln. Leck den mal ab, bitte. Danke. Ja, das ist grad. Never mind. Oh Leute, ich hatte gerade voll den Lag, Bruder. Kommt hier das Ace? Im Leben nicht. Doch, könnte schon sein. Draußen. Ich hab IQ auch noch angeschossen. Die sollte dezent los sein. Bei Rook draußen, Balcony. Keine Ahnung, wo das ist. Spring, schau einfach mal da, ja. Das Ace. Aus der. Nein! Ach Mann, ich. Ah! Ach Kevin, muss das sein? Ey, wenn sie zu mir kommt, Alter, wenn sie da so knutschen will, Digga. Ach du Sau, Alter. Nur weil ich nicht treffe auf Anhieb, Mann. Ah! Das tut weh. Die wollte doch nur irgendwie ein bisschen näher kommen, weißt du? Scheiße. Er nimmt einen Rekruten, ist halt alles egal. In Casual, das ist die beste Übung für Rang. Okay, gut, die spiele ich auch in Rang manchmal Rekrut. Corki, ich habe kein Gold 3 Niveau, das ist jetzt alles nur Glück. Ich Gold 3, davon träume ich. Digga, Alter, ich bin sowas von Holz, da kannst du schon echt versuchen, den Baum abzocken, geht nicht, Alter. So robust wie mein Holzrang ist, Alter. Obwohl ich nicht mal einen Rang habe, aber hey, das wird safe heute. Meine Herren, ich renke jetzt aufs Klo, ich hoffe, ihr regelt das. Ja, moin, jetzt geht's. Ja, kommt, Corki, kommt wirklich immer drauf an, wie gut ich hier spiele und sonstiges. Das ist jetzt gerade echt nur Glück und alles Mögliche. Aber ich, ja, okay, wie heißt es, von mir aus können wir auch ranken, also so ist das nicht. Ja, wahrscheinlich damit du Gold. Zwei Gegner. Ja, genau. In deinen Nacken, Digga. Ey, ich habe auch gegen Platin-Leute schon gespielt und die waren nicht so gut. Ja, aber ich glaube nicht, dass Gold-Leute boostet sind, Alter. Platin kann ich noch verstehen, aber Gold nicht. Location of biohazard container unknown. Muss los mit meiner Drohne. Wo sind denn die eigentlich? Unten, ganz unten, im Keller. Ach ja, hier gibt's ja auch Keller. Wir sind ja hier. Ja, Corki, irgendwie diese Season ist irgendwie total abgefuckt. Wie komm ich denn jetzt nochmal runter, meine Güte? Wo sind denn die ganzen Treppen? Oh, hat dieses Headset, Alter. Was? Du hast mich kapitiert mit deinem Headset, ne? Tut mir leid, ich hab's kurz aufgehoben. Muss groß. So, ich komm mal. Er gönnt sich erstmal. Mir aber der Pott ist halt, ich hab genau gehört, von wo es kam. Bei mir hier ist einer. Oh mein Gott. Oh, die sind Nate. Alter. Was ist ein Mute so schwarz, Alter? Den gibt's noch nur eins. Corki, nee, kommt immer drauf an, worauf ich gerade Bock hab. Aber ist sonst. Ist es möglich, dass mich jemand resetten kann und gleich aufheben? Weil ich würde sonst sterben. Yo, ich pick me up. Ah, mein Gott, da ist eine ach, eine Valkyrie. Oh, da ist ein Ash, rennt weg. Mach einen auf Ehre. Ash, I could need your help. Ash.
Ach Mann, hier ist die. Ja, Kev, ich hab gedacht, die wäre tot. Ja, es ist ehrenlos. Alter. Es ist ehrenlos des Todes. Ach komm, Sophia ist eine Bitch, die war eben noch irgendwo. Rechts, rechts! Ach so, hört mich ja gar keiner. Corki, auf der PS4 habe ich ja angefangen, Rainbow zu zocken, und da hab ich. Wie lange zocke ich da schon Rainbow? Über 2 Jahre schon fast. Irgendwie sowas, schon 2,5 Jahre, ne? Irgendwie sowas um Dreh. Ja, jetzt hier am PC ist. Ja, keine Ahnung. PC habe ich jetzt schon seit 5 Monaten oder so. Rainbow seit 1820, Alter. Wenn ich fragen darf, was für Rang warst du denn auf PS4? Höchste, was ich erreicht habe, einen von Platin. Also ein Spiel. Also Gold Ah, okay. 1 und dann eins davor. Ja, gut. Jetzt komme ich mit dem blauen Alter. Ja, gut. Never mind. Secure the room. We need to Achso, protect the PS4 auf Rainbow biohazard gezockt, oder was? container. Ja. Welchen Rang hattest du da? Diamond. Ach komm, halt doch die Fresse! Welches Level? Ich hatte ungefähr 5 Accounts. Mein Main war 200. Meine anderen waren nur. Zwei waren 150, eine war nur 50. Look at my evil eye. Ja. Alter Schwede, hast du gezockt. Ja. Da hatte ich noch nicht den Frühstress. Also, ja. Wollte gerade fragen, Alter, wo war denn da das Real Life? Real Life, was für ein Nein, Real nur Life? daheim, Mann. Also, da war nie was mit rausgehen. Da hatte ich wirklich kein Leben. Mensch, du Alter, gönn ja mir ein Blümchen, ey. Boah, seit der Beta dabei, Corki, krass. Oh, willkommen im Club, Alter, endlich mal einer, der seit der Beta dabei ist. Hey Kevin, bin hinter dir. Da kommt jemand die Treppen hoch, glaube ich. Ach nein, das war Kölsch. Ach nö, ne? Der andere Fettsack war das. Wie komme ich auf die Idee? Da ist einer draußen, Kevin. Ich glaube an euch, ich scheiß rein. Da ist einer draußen? Ja, Fuse war da gerade eben. Er ist links hinter dir, auf dem Boden. Von. Ach, er seilt sich ab. Es ist ein Hurensohn, Mann. Vorsicht, er seilt sich. Ja, oder er seilt sich nicht mehr ab. Spring einfach runter und knall ihn ab. First jetzt. Er seilt, er Er seilt. seilt sich wieder. Er macht seine Ferien. Was? Alter, was der schluckt. Ja. Ja, egal. Es ist nur casual. Alter, meine Hände. Der Typ hat echt irgendwie so richtigen Stinkfuß, Alter, der Huren, ey. Alter. Ich hoffe, Sledge kommt rechts von ihm raus und hämmert ihn. Ja, das wäre es. Aber nee, er rennt weg. Er traut sich Ja, nicht. Corki, Hitbox kennt das Spiel manchmal echt nicht. Da willst du im Spiel eigentlich nur in die Fresse hauen. Ja, er zündet auch noch, Digga. Hast du überhaupt Netzhead, ey? Headset? Was hat? Ich mag Mira. Ach so, ist sie geil zu spielen. Das.
find's immer so geil, wenn du jemanden durchs Window siehst, Alter. Op 4 found the biohazard. Op 4 is securing the biohazard container. Biohazard container securing paused. Take out the hostile. Ja, rip. Nein, jetzt kommt doch hier der real Pengu. Prevent further access to the biohazard container. Dem, dem, dem! Warte, wir haben eine Runde gewonnen. Das stimmt. Ach ja. Ja. Balladen, ey. Echt Balladen. Was sein muss, muss sein, meine Herren. Na. Mensch, wo bleibt denn der Rage-Mode hier, Alter? Hau mal rein, ey. Also nicht reinhauen auf die Tastatur oder Bildschirm oder so? Nee, das meint nicht. Aber meine Tastatur hält viel aus. Ich bin stolz darauf, dass sie überhaupt noch lebt. Da kannst du echt bei 2 Jahren? Ja, und die hat mich nur um die 20 Euro gekostet. Alter, was? Ja. Da muss man mal so denken, Alter. Manchmal hält einfach das Billigere mehr. Das ist einfach so. Ja, schon irgendwie. Ach, das sehe ich ja so gesehen bei meinen günstigen Sachen. Die halten und halten und halten und halten. Ja. Sicht fest. Ja, das jetzt nicht unbedingt, aber was haben wir denn günstiges hier in der Wohnung, wo ich echt sage, wie ist es, das hält und hält und hält? Das sehe ich an meinem LED-Band sehe ich das. Das ist jetzt schon 6 Jahre alt. Das habe ich bei Amazon für 15 Euro mal gekauft. Digga, normalerweise gehen so billige Sachen irgendwann mal im Arsch. Insertion in 10 seconds. Besonders LED-Bänder eigentlich. Ja, diese Preisklasse, ne? Auch vom Klebe halt eigentlich sind die beschissen dann. Biohazard container location unknown. You are clear to engage. Geh bitte nicht chicken. Den drin, den, 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 den. Musst du die Runde jetzt unbedingt starten? Lauf mal gerade vor, ich muss mal gerade hier zocken am Handy. Oh, Hammerdamm, Alter. Jetzt haben wir nicht diesen. Weißt du, es am Stream, Alter, weißt du? Ja, hier muss alles. Ich kann ja auch Stream ändern und dann steht da WW Supercard. Wo sind denn die überhaupt? Unten bei dieser Bibliothek. Oh, hallo. Unten bei der Bibliothek, da bin ich. Hallo? Ja. Ach Gott, verkack ich grad. Oh mein Gott! Fatzensohn! Wie lebst du noch? Du Dumme! Ah, okay. Ja, ist okay. Seine Mutter hat auch gehittet wie sonst was. Ach man, immer diese Mates, die nicht spielen und dann quitten und sich einen runterholen beim Spielen. Okay. Irgendwie eklig. Ja, ich weiß. Aber Gönjamin Blümchen, Alter. Gönjamin. Du schwuler Elefant. Ich kenne nur noch
200 Kakao, aber ey. Ich zerstöre gerade irgendwie die Benjamin Blümchen-Kindheit. Nee. Naja, was denkst du denn, Alter? Das war ein Elefant mit einem fetten Rüssel, Alter. Ja, ein Wunder, dass du den dicken Penis nicht gesehen hast, der in der nicht vorhandenen Hose war. Eine Boxershorts in die Fresse ziehen, Alter. Oh, damn. Lul, guck mal im Gegner-Team, Alter. Gold Sexy. Alles klar. Hä, wer heißt das Sexy Gold Sexy? Er schreibt Mate. Mate. Er macht sich gleich mal alle Ehre hier. Will einen Kollegen haben. Oh, Bruder, da war ich doch letzte Woche. Diese Time und so. Oh, ups. Auf Ehre, du bist Deutsch. Erstmal auf die Ehre setzen oder was? Ja. It's a me, Mario Erde. Dass er deutsch ist. Auf jeden Fall ist das Level 288 und Silber. Boah, das ist ja richtig belastend. Over Level 200, Alter. Und dann auch noch einfach mal Silber 2. Autsch. Ich sag ja hier, der Korki hat auch geschrieben, diese Season, vor die Season Platin, dann diese Season wirst du es einfach nur mit Mühe Gold. Also ich sag mal so, mit meinem Clan-Account auf PS4 direkt Platin. Und mit Main-Account war, glaube ich, mein bestes kurz vor Platin 2. Ja, aber das war davor die Season gewesen, oder nicht? Diese ja, Season haben wir da auch. Mit meinem Main-Account war es doch vor der Season, aber die jetzige Season war direkt Platin mit Clan-Account. Wenn ich überlege, ey, Alter, ich bin nicht mal auf Gold gekommen. Doch, ich war einmal kurz Gold gewesen. Alter, das war so hart, meine Rosette, Digga. Ey, das ist doch kein Bombe, Mann. Nein, mach der bitte. Ja. Mir ist gerade der Poppes weggeflogen, Alter. Ah, tut mir leid. Kommt man hier nicht immer Wände hinziehen irgendwo? Oh, das Gerät kaputt gemacht. Ich aus Spaß an der Freude. Und an Punkten. Ah, die sind unten Baustelle gespawnt. Bausteller. Oh, Mann, toll, jetzt sind die Baustelle, Alter, und ich will hier spawnen treiben, ey. Ich hab doch Fische. Geh weg mit deinem Hütchen, der macht. Ich bleib jetzt hier in der Ecke. Hütchen, der macht, Alter? Warte mal. Warum fühle ich mich dezent penetriert, weil ich einfach deinen Lauf vor mir sehe? Ash ist draußen vor der Tür. Oh, guck mal, er hört einen Gegner, Alter. Er rennt sofort los. Ach komm! Mann, helf mir! Hä? Was? Never hat die Granate mich getötet. Deine Mutter hat die Granate. Die war viel zu weit weg. Mir ist aufgefallen, wir gehen dezent auf die Mütter. Ash ist vor der Double Door. Hauptsache ja, eben war noch Ara online gewesen. Wo ist er denn jetzt hin? Warum ist er denn nicht online? Hä, lol? Er schießt einfach. Boah, ich hasse Haus, Digga. Das ist ekelhaft, dass du in der Oh, 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 dein Aim, Alter! hier auf der, auf dem PC, Ara. Haben wir beim Zocken kennengelernt. Bosnia.
Ein Bosnier, der von seinen Eltern vor den Fernseher gesetzt wurde und gesagt wurde, du guckst deutsches Fernsehen. Und er jetzt fließend Deutsch kann, hä? Ja, was man fließend Deutsch nennen kann, ne? Aber es reicht. Der spricht schon gut Deutsch. Ja. Ist schon tippitoppi. Auf jeden Fall witzig mit dem zu zocken. Hallo meine Herren, ich bin zurück. Was hast du gemacht? Die einen runtergeholt? Nein, das wäre viel zu schnell. Ich bin kurz in mein Zimmer rumgelaufen und hab mich beruhigt. Ah, du hast gegen die Wand geschlagen. Nein, meine Türe hat inzwischen schon ein Loch. Find the biohazard container location. Okay. Ja. Ist ja nur deine Tür. Ja. Ist ja nur dein Blut an den Händen. Und ein Garage. Well done. Yay. Biohazard container located. Yeah, woo, wir haben auch so viele Heartbreacher dabei. Sie ich meinen was? Nur gewinnen. Was für ein Heartbreacher? Ich sehe nur immer, wie ist es, flop, flop, flop. 10 seconds. Also wenn, ja. Wenn das jetzt das echte Casual Level ist, können wir durch das Gym durch, weil die haben dann nur eine Wand verstärkt. Proceed to the biohazard container and secure it. Ich komme hinterher, wartet! Bitte löscht die Zähne mit Bug aus deinem Stream. Das hat gerade meine Ehre. Ich will Flop Flop. Oh, er macht keinen Flop Flop. Nein! Ich spreng euch alle weg! Weg da! Hallo! Von rechts! Warte nicht! Kevin, wie konntest du mich im Stich lassen? Ich hab nichts gepeilt. Ich hab nichts gepeilt. Ging mir aber zu schnell. Werf mal hinter das Boot eine Granate, dann kriegst du einen Kill. Rechte, oh, linke Seite. Ja, gut. Vorne hinten links. Ah! Wie ein kleines Kind, das geht doch gar nicht. Du kleine elende Fatze! Zum Schluss erstmal die Cam nicht treffen, ne? Meine Nerven. Ich brauch was zu essen. Ah. Jetzt habe ich auch Hunger bekommen. Dankeschön. Und wir haben alle Hunger. Wir haben Hunger. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht jünger wäre und vielleicht ein bisschen gebildeter, hätte ich sogar mitgesungen. Aber ich bin nicht gebildet. Nein. Er hat Hunger. Er hat Hunger. Er hat Hunger. Er will eine Wurst. Eine Wurst. Nee, ich glaube, er will ein Cake, Alter. Ich meine. Sexy Cake, was will man mehr? We need to protect the biohazard container. Da muss schon eine Hardcore-Milf drauf sein, Alter. We need to protect the core. The Festinit hier sind. Jufade, ich weiß nicht, ob man das so auf dem Stil sagen darf, aber ich mach grad ein Praktikum in meinem Kindergarten, ich sehe meine Erzieherin wieder. Das erste, was ich mir denke, ist, dass er nur instant ist, Alter. Ja, das. Ich bin traurig. Sagen wir es. Benjamin, Mann. Sag dir einfach Benjamin. Ich weiß sofort, was abgeht. Ja? Sag dir einfach Gönjamin und ich schwör's dir. Du schnärfst noch nie, der Alte geknattert. Gönjamin, klatsch! Was willst du von mir? Ich gönn dir gleich auch mal eine. Fuck. Gönjamin. Du kleiner Elefant.
Es seilt einer! Fick ihn! Nein, der Recoil! Your location has been compromised. Wuhuhu! Einfach rennen, der Olja! Guck mal, rastet immer so aus, dass er gleich seine Frust rausschreiben muss, Alter. Ja, hör auf, Mann, ich war gerade am Trinken. Was hat er denn geschrieben? Ich hab's gar nicht mitgekriegt. The Recoil saved your ass. Also. Auf jeden Fall. Ah, warte mal, falls es nochmal der Fall sein sollte. Ah, Mensch. Wir haben ja einen Tachometer dabei. Tachometer? Ja, Termite. Ah. Der so einen leichten Touch von Bones and Sea hat, finde ich. Auch so ein Müllspart, Alter, weißt du? Ja. Yeah. Ah, wir spielen nur noch gegen 3 Gegner. Oh mein Gott, wir werden sterben. Nicht. Ist dann ja dafür, dass wir jetzt 3 gegen 3 machen und unsere Teammates töten und das riskieren, falls wir verlieren, dass wir nächstes Mal geteamtet werden? Wer wird sterben? Ich kill gar keinen mehr hier an Teammates. Das kannst du knicken. Ich hab gestern 2 Teammates hintereinander gekickt, direkt 30 Minuten Sperre. Ja, wenn ich jetzt noch einen Ball krieg, wäre ich für eine Woche gebannt, also bitte. Ja, Alter, hast du viele Teammates gekillt. Nein, ich hab Zeug geschrieben, wo ich nicht wusste, dass man das nicht schreiben darf. Du hast Cartmans, Superheldennamen geschrieben. Nein, das N. Neger! Ach, da unten war ja doch einer! Er schmeißt ein C4! Und Kapkan ist zu blöd, um mich direkt zu töten! Nein, nein, ich. Meine Fresse, scheiß Gönjamin Blümchen hier! Ich hab Hunger! Von wo? Alter, wir werden von 3 Teammates gekillt! Teammates? Von Mates. Fick dich, du. Ich war safe, deine Mutter. Der Staubsauger. Ah, wie soll man dich noch ernst nehmen, Alter? Ich weiß es nicht. Ich kann mich gerade selber nicht ernst nehmen. Oh, ich hab zu viel Rainbow gespielt. Oh. Mal so nebenbei merkt man gar nicht. Ja. Oh Mann. Was macht der eigentlich da jetzt gerade? Also dich feier ich jetzt schon. Meinen Segen hast du. Danke. Was ist das Lustige? Ich habe eigentlich meinen Namen geändert auf Uplay. Heißt aber immer noch gleich. Ja, du musst dein Rainbow neu starten. Ach ja, genau. Ich sehe da gerade was. Wie ist das? Ach ja. Du heißt ja jetzt Blitzeflamme. Blitzeflamme. Naja, so wie halt auf Twitch. Nur halt ohne dieses XX vollgewichst und was weiß ich, weißt du. Oh Mann. Macht der auch mal was oder Ja, du hörst es richtig. Ja, du hörst den Regenwurm husten.
nimmt man das Visier runter, wenn man doch die Gegner besser sieht. Ah. Ey, ich bin zwar scheiße, ja, aber Digga, das ist schon echt unterste Schublade, ohne Scheiße. Warte, kann man für Spam gebannt werden? Keine Ahnung. I'm drunk, sorry. Ich glaube, irgendwann wirst du gebannt. Oh mein Gott. Hallo, nicht in die Luft gucken. Er meint auch, ich würde hier Hans in die Guck in die Luft spielen. Diese immer Garage. Kiffer, ja, und Kapkan. Meine Punkte, meine Punkte. Muss Großbruder, muss los. Alter, weißt du, er trifft mich mal was. Achso, ja, ich bin ja eh Only Pistol, aber trotzdem, er trifft mich mal. Wallah Akbar, mach die Scheiße hier auf. Komm, Bruder, muss groß. Yo, man. Huch. Ich bin Renorde. Oh, Scheiße, den habe ich nicht gesehen. Wo ist denn der? Ah, da war ja einer. Was? Geil. Ich könnte mich mal, ich bleib jetzt in der Ecke. Da macht er erstmal einen Eckenpisser. Tritt, für ihn das. Guck da, wo das große Loch ist. Legion ist draußen, fick ihn! Legion ist wieder draußen. Wenn ich das mache. So, auf Kopf. Ich muss mal gucken, was du meinst. Ich will nicht gebannt werden. Ja, dann lass es. Diese Runde schon jemanden geteamkillt? Das ist egal, nachher wirst du trotzdem gebannt, weil du nur einen hast, also einen gekillt hast. Also, weil komm, die sind. Leute, die sind hier direkt an dem Dings. Ja, direkt links. Auf meinen Nacken, es laggt. Auf meinen Nacken. Verpisst euch. Ich komme auf nichts mehr klar. Auf Ping. War das gerade nur bei mir so oder wurde ich hier an dieser Stelle aufgehalten? Du hast halt rumgeleckt. Also im Spiel. LOL! Du kannst nicht rein! Oh, leck mich, Alter. Er ist draußen! Down to one friendly. Da! Da! Ich durfte nicht meine Tastatur schlagen, deswegen muss ich so die anders rauslassen. Als Maulköter! Ich komme auf mein Leben gerade nicht mehr klar. Hör mir auf. GG. Ich komme darauf nicht klar, wie ich reingewinne, aber in locker mit verkacke. Oh mein Gott. Wenn das mal gerade nicht falsch klar. Naja, vorher im Stream habe ich ihm zugeschaut, er hat sich nach vorne und nach hinten bewegt und das sah dezent falsch aus. Ah ja, Bene, da kommen die Geschichten noch. okay.
Okay, wo habe ich mich nach vorne und nach hinten bewegt? Als du dein Stream neu gestartet hast. Keine Ahnung, was du meinst. Auf jeden Fall sah es so aus. Ja, wie hast du Schepperklöte gespielt, oder? Türmchen ist ein Träumchen. Gegen Billy und zwei sind geblieben, Alter. Mensch, Bene, wo hatte ich eigentlich nochmal meinen Ace, Alter? Ach so, auf Dings hier, auf Villa. Auf Hans-Jürgen. Du hattest kein Ace, du hattest einen 4K. Ah. Nee, er, wo er alleine so gespielt hat, wahrscheinlich. Oder? Nee, da hatten wir beide zusammengezockt und da hattest du mich noch angeschrien, dass ich einen Ace gemacht habe. Ah ja, Villa. Ist mir da das Gehör geplatzt. Ey, da hab ich aber auch geschwitzt, Junge, ey. Minimal. Ich connecte wieder wie seine Großmutter. Das gibt's da nicht. Ey, Großmutti, bist du am Connecten oder was? Nimm mal einen Krückstock aus Norwich. Und Farolador, wert modern, Alter. Aus der Sackfalde. Davon gibt's viele. Boah, ein paar hab ich. Super! Oh Gott, Alter, wenn mir mal nicht gleich noch das ganze Essen hochkommt, du. Op4 located the biohazard. You will ID deploy. Wenn er die Krankschreibung besorgst, du mir dann. Macht einer das Tröpfchen? Kacke aus dem Garten. Macht einer das Tröpfchen? Superhead Alarm, wer möchte was bringen? Boah, hier steht sogar noch ein Kaffee mit Sahne, Digga. Oder du weißt gar nicht, letzte Woche hatte ich die da und diese Blume da gepflanzt. Boah, das war so geil. Ich hab den Kaffee kaputt gemacht. Mochten Sie was trinken? Ja, sowas hätte ich gerne. Oh, jetzt hast du aber oder sowas, oder sowas. Ja, jetzt heißt es wieder nicht auf dem Lager. Ey, sag mal. Jetzt reicht's mir aber. Da krieg ich aber einen Ausraster, du PW Cup. Komm mal her, ja. Kevin, hinter dir. Hallo, ich bin hier. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Er muss erstmal groß. Hallo! Oben am Job. Ich komme auf mein Leben nicht klar. Black Mitch stand vor mir und ist dann auf einmal gequittet. Du stinkst da Bockwurst, Alter. Ah, shit. Yo, Alter, sein Pin hat sich erstmal auf 10 mm zurückgezogen, Alter. Cool. Op4, last stop standing. Oh ja, der ist am dran. Ja, bin ich hier. Was? Ich hätte den Team killen sollen. Nein! Ich hätte den Team killen sollen. Ja, man hat doch gerade diese zwei dumpfen Schüsse gehört. Ja. Nö, ich will nicht mehr. Ich muss mir einen Operator aussuchen. Nee, wirklich? Ich weiß aber nicht welchen. Okay. Oh yeah!
Mann, ey, jetzt gehst du aber nochmal in die Hauptschule, das geht ja so nicht, ne? Erstmal ab in die Berufsschule. Halt die Schnauze, Hund. Ich schmeiß dir gleich so eine Pfandflasche an den Kopf, Junge. Ach, komm, Bene, Alter, mach mal jetzt hier nicht den Drachenlord, bitte, danke. Ne, der Drachenlord macht sich selber Drachenlord-mäßig. So wie der aussieht. Das erinnert mich an diese Cartoon-Serie mit dem ganzen Essen, Mann. Weil der Panda so fett ist, hört mal auf, über sowas zu reden, Mann. Welcher Panda ist fett? Kommst du jetzt darauf, Alter? Wir reden von so einem. Ja, Drachenkrieger, da dieser. Nein, Drachenlord! Drachenlord ist ein YouTuber. Ja, auf jeden Fall sich jetzt an Drachenkrieger erinnert und an Essen den fetten Panda. Ah! Alter, was bist Gab du? Gar nichts dabei. Alter, dann will er erstmal direkt einen Panda fressen oder was, Alter. Ich bin frustriert und habe Hunger. Ich würde jetzt alles essen. Mann, außer... bist du schwanger oder was? Nein, ich habe einfach nur Hunger. Das beeindruckend ist, ich bin nicht mal fett. Soll was ändern? Nee. Aber wobei, fett bist du schon manchmal. Also wenn du. Kiffer bist du ja dann? Also auf schätze Nacken. Ich jetzt mal. The biohazard container has been located. Haha, runter! Alter, das stinkt nach Bockwurst, Mann. Oh, Boom, 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 boom! Wie ein Boomerang! Ja, guck mal, wie ich da stehe und angelaufen komme! Ja, dachte ich auch, Korkschelle is incoming, bitch! Ich glaube, das war gerade ein Vorgame mit Rekrut. So eine Pisse hier! Jäger hat ein Näscher. Rekrut regelt, der kann alles. Ja, nur nicht gucken, anscheinend, so wie der aussieht. Ja, tut mir leid, der hat so eine Mülltüte wie du auf. Also wie Jäger. Diese schwarzen Masken, genau. Oh, scheiße, ja, Mann, aber bei. Weißt du, bei mir ist das Ding. Ich bin dann wohl doch noch auf einer Seite ein Typ, weil ich hab den Mund zu. Du hast ihn zu jedem. Oh, oh no! Oh, dafür hab ich noch nie nachgedacht, war ich gut. Tja, der Alltag bereitest deiner. Willi, guck mal seine besten Dinge. Also ich würde mal so sagen, du bist jetzt in dem Match das Team gebläse. Halt, hör auf, bitte. Er hat die Blasfresse incoming. Oh, Deep Road ist da. Oh, shit. Ah, ich hab Angst, dass du mich tötest, hör auf. Verpiss dich! Also die Erfahrung habe ich noch in Rainbow, niemanden zu Team killen. Auf PS4 war ich selber Level 245, Alter. War. Ich will meinen Pro League Skin wieder haben. Mann, ja, ihr Noob, Alter, habt das jetzt? Hier, komm. Nein, ich wollte ihn knifen! Ah! Nein, oh, sorry! Ah, ich hab nicht deinen Namen gesehen, jetzt helf mir! Sorry! Weißt du, ich musste dich erstmal down, dass du mich nicht tötest.
Sorry, ich hab's echt nicht mitgekriegt. Jetzt hab ich 16. Wenn ich hier raus. Ja, warte. Nein. Ich setz meine Cam hin und dann down ich dich. Komm hier hinten in die Ecke. Warum weiß ich einfach nur, dass ich gleich sterben werde? Wirst du nicht. Siehst du? Ich glaube, ich werde gleich trotzdem sterben. Ja, ich kann ja auch nichts dafür, wenn du mir so vor die Linse läufst und ich nur sehe, ja, töten! Ich habe keine Umrisse gesehen, Alter. Ich habe nur gesehen, ah, oh, da kommt noch einer, den muss ich killen. Die Frage ist, war das gerade irgendwie rassistisch, weil Rekrut komplett schwarz angezogen ist oder nicht? Welchem Hallway? Hallway. Na, auf dem Hallway, Mensch. Oh. Ah! Ich spring über die Knife hinein! Ah, man hat Zickzack. GG. Muss los. Boah, Alter, provozierst du, Alter. Er schreibt einfach easy rein. Nein, die Titten aber tief, Alter. Easy. Komm, wir fassen dann ein Pack, oder? Hm, schade. Ich krieg auch bestimmt kein Alpha-Speckage. Oh, ich krieg ein Alpha-Speckage! Bald ohne Hitze, das fickt mein Gehirn gerade richtig. Wie? Ja, mein Gehirn ist schon matt. Ich spiele heute schon seit 5 Stunden Rainbow. Ja, dann würde ich mal aufhören. Woche nicht in die Stadt gehe. Was soll das denn heißen? Du gehst diese Woche nicht in die Stadt und dafür kannst du Rainbow zocken wie so ein armer Irrer oder was? Ja, weil ich mein Praktikum habe und immer erst 16 Uhr nach Hause und dann keinen Bock mehr habe, saufen zu gehen oder so. Naja. Saufen geht ja immer. Prinzipiell schon, aber dafür habe ich den Alkoholschrank vor meiner Türe oder den Bierkasten oder den Weinständer. Ich habe auch immer einen Ständer. Wer hat das nicht? Aber ohne Wein. Ja, nur Weintrauben. Ja, oh, Weintrauben mit echt, was weiß ich für Glasur. Ja, die Weintrauben, die wurden irgendwann zu Rosinen. Oh, hör auf, nein! Ah, oh, geil! Oh. Rush that aim, Alter, okay. Ja, ich glaube, ich spiele noch bis 11 Uhr oder so und dann gehe ich selber erstmal nach oben, schau, was es zum Essen gibt und leg mich dann pennen. Mensch, KFC, Alter, Kentucky schreit ficken, läuft bei dem Junge, ey. Ist KFC noch offen? Ich schwör, ich fahr jetzt sonst noch in die Stadt. Für KFC, nein. Ja? Ich hab kein Geld mehr. Tja, Tadeus. Ah. Ach, bei KFC würd ich ja nicht mein Geld ausgeben, Alter. Da würd ich mir eher am Sack rumspielen, bevor ich da Kohle ausgebe. Das tust du doch sowieso, wenn du dir einen wickst. Nein, da spiel ich nicht an meinem Sack rum. Da macht er Klatscheier. Nein, auch keine Klatscheier. Ah, okay, da spielst du ein Trompetensolo oder was, ey. Jaja. Digga, Mund, Junge, was ist los mit dir? Digga, das ist das Trompetensolo, selber im Mund nehmen, Junge. Ja, irgendwie muss man's ja können, ne? Mir ist nicht schlecht, weil ich Hunger habe. Also ja.
Ah, fick dich doch, du Fotze! Achso, ich muss hier auch mal wachen. Irgendwo schießt einer schon rum. Ja, das ist Amerik. Lol. Was? Ach komm, du blöde Schlampe! Du Fotze mit der Schrotflinte! Stopp doch einfach, wenn ich den Headshot gebe und du springst rein! Ja! Finker ist drin mit Pumpe. Okay. Oh Gott, Digga, er spielt halt echt die Schrotze. Komm zu Wasser, Digga. Dumme Schlampe, Alter. Guck! Fick sie! Ich glaube, da hat jemand gerade dezente Aggressivitätsprobleme. Nein! Guck mal, Magical Duck Bastard. Er macht ein Herz. Geil. Ich habe keine Aggression. Ja, Corki, definitiv die Hitbox. Mann, ey. Krieg da hier Aggression, ey. So einen Pissschlampen da. Hör auf zu vibrieren, Handy! I works in the Kindergarten, I vergewaltige Wintergarten. Na, tut mir leid, das sind 5 Personen, die Zeugen werden, also bitte. Ach, die machen direkt mit, oder was? Nein. Ach, so läuft das also. Oh, ich frag mich gerade wirklich, ob meine Augen überhaupt noch offen sind oder nicht. Ey, sollen wir mal testen, ob das Deutsche bei uns im Team sind? Moment. Hi. Hallo! Hallo, ich bin Marcel Davis, 1 und 1. Halt's Maul! 5 seconds to insertion. Biohazard container. Hallo! Keep pushing, do it. Wo sind die denn? Weiß ich nicht, ich glaube oben. Oben. Ja. Smoke-Granate. Anruf, du kannst pushen. Wenn du reinkommst, ja genau da. Knife. Nein, ich wollte den Knife, du dreckiger Hure! Du dreckiger Hure! Er Deutsch sprechen wie ich Lateinisch, nicht. Können wir bitte diese Cache-Runde unsere Teammates töten?
Bitte. Nein. Ich möchte gerne das Spiel gleich noch ein bisschen was weiterspielen, je nachdem. Ja, jeder von uns tötet ein. Also, ja. Er sagt einfach nur, also ja. Ja! Ja! Oh nein, der Leon Thorn. Oh. Mensch, guck mal, wir haben in der Mitte einen Bruce Lee, Alter. Leck mir am Socken, Alter. Mit so grünen Pfeilen. Alkohol! Ja, was willst du dazu? Enchilada, so ein Kram! Hey, in der Mitte bist du. Ja, bei mir bist du in der Mitte. Oh. Bei mir bist du in der Mitte. Ja, vielleicht hat ja Puls auch stets Augengewissen es eigentlich. Der tritt immer seine Brille. Ja, bei dir bin ich aber Meister Proper, Alter, und bei mir bist du halt. Meister Proper, Proper Kraft! Guys, Puss. Puss-Camp. Was für eine Pussy? Puss-Camp. Puss. Darf ich ihn töten? Schnauze jetzt KFC, sonst gibt's Prügel! Ich hoffe jetzt so fett, dass er dich tötet. Wenn das der Fall sein wird. Immer diese KFC. Schmeiß doch selber dein C4 dahin, bist du blöd? C4, ich geb dem gleich mal C4. Der hat doch einen an der Socke, hat der. Was Kames? Von wo? Hinter dir. Oh, er kommt. Nice. We're nice, man. Nein, das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht okay. Hör auf, ich werde dich nicht töten. Kannst du bitte weiterlaufen? Ich trau dich gerade nicht. Ich schieß dich nicht ab. Nö, hast du gerade nur versucht. Twitch. One drawing. Mach's groß, tschüss! Am Fenster. Ach Mann, ich sterbe die ganze Zeit. Ja komm, er hat mich gekillt. Oh. LOL. Ja. Ich hab ihn halt einfach mal gar nicht gesehen, ne? Nö, damit lege ich mich nicht an, ihr könnt mich alle mal. Irgendwie bist du gestorben, Kevin. Mensch, aber du vor mir. Mann! Na, du hast wenigstens 4 Kills, ich hab 3 Assist. Ich weiß nur, dass ich gleich sterben werde. Ah, oh, Kevin, Level up. Level 21. Prefire sie. Chill, ich werde gleich geprefired. Was, du machst auf seinen Kopf? Wie fuck, I am. Ey, so eine Pisse wäre mir auf PS4 nie passiert, ne? Gott, das hat Digga wie Unwanted kriegt. BAM! Alter, der hat so einen Schwanz in den Hintern gekriegt, Alter. Aber mit Rakete, Junge. Oh, ich komme auf mein Leben nicht mehr klar. Lass mir jetzt ich random aufreden. Okay, wenn er einen Touch verbraucht hat, dann bin ich mal so nett.
Noch 3 Tage muss ich diese kleinen Pisse im Kindergarten aushalten. Gib dem einfach ein bisschen was Süßes, dann sind die glücklich. Aber lass deine Zuckerstange eingepackt, ne? Ja, muss sein. Die haben mich heute auch schon gefragt, weil ich so unmotiviert bin. Hast du überhaupt Interesse an dem Praktikum? Ja, die Schule hat gesagt, ich muss es machen. Ja, ich habe auch irgendwie sowas indirekt gesagt, also. Machst du das hier nur, weil du es machen musst? Ja. Ja. Find the biohazard container location. Wie alt bist du eigentlich? 15. Oh, what? Ja. Und der hat einen Gaming-PC! Ha! Hey, ich muss den selber bezahlen. Der hat mich 1,5 gekostet, deswegen habe ich gerade kein Geld mehr für Kiffen oder Saufen. Er weiß, er hat einfach mal 1,5, also 1500 Euro Kohle. In dem Alter hatte ich sowas überhaupt nicht. Digga, aber da bin ich mit 2 Euro zum scheiß Uhrensohn gegangen, Alter. Guck mal hier, Biohazard Container located. Ja, komm. Hammert, weißt du. Weißt du, du zockst denn gerade mit Rentnern, Alter? Was ist los mit dir? Aber sowas von, du zockst hier mit dem alten Sack. Aber hey, man muss dazu sagen, er ist ein korrekter 15-Jähriger. Ja. Sonst kennt man ja nur die, Hurensohn, du kleiner Bastard, du stinkst nach Pisse, du, keine Ahnung, wo es vergewaltigt von sonst was, links und rechts. Warum machst du diese? Wait. A chicken fuck grenade. Naja. Alter, er kommt gleich. Was macht der da? Er macht Penis rein. Da hat er aber Minecraft gespielt. Wanted. Ja, aber da kommen wir doch nicht durch! Ich bin die Ruhe selbst. Ich bin die Ruhe selbst. Ich bin die Ruhe selbst. So eine Scheiße! Hinterm Auto. Meine Fresse, Kackhaufen Spiel, ey. Verpiss dich. Warte, wird man für AIDS gebannt? Keine Ahnung. Nein, nur für, wie ist das, Cartmans Namen. Hey, wie hieß der nochmal? Wenn du Kuhn schreibst, dann bist du, wie ist es, raus aus dem Game. Hey, ja. Warum wird man für Kuhn gebannt? Weil das auf französischen Neger heißt, oder was? Neger, ne? Heißt das irgendwie sowas? Ja, ja. Voll unnötig, weißt du, bei uns heißt das einfach Waschbär, bei denen heißt das einfach Neger. Spaß, die Franzosenland, ey. Ich möchte unseren nächsten Gegner verarschen, ob die wissen, wie Cartman hieß in seiner Superheldenform. Ja, das macht Kevin immer. Ja. Hat's gestern geklappt? Nee, aber da kam dann nur so, Old News hat einer geschrieben. Naja. Ja. Kannst es ja bei denen versuchen. Aber auf Englisch. Sonst checkt ja keiner. Ach, bitte. Bitte, einer muss. Ey, wenn es einer schreibt, dann ist der instant raus. 45 Minuten Bann. Fußkarten. South Park.
Nice one. Ich lade wieder wie der letzte Henker. Mann, was futter ich denn jetzt hier? Orange oder Apfellutscher? Ich nehme Apfellutscher. Wenn ich den aufkriege. Ach, diesmal geht's direkt auf Anhieb. Ich muss mir unbedingt Milch unten holen, damit ich schön entspannt Müsli nachher essen kann. Was denn? Wenn du BO2 hättest, würde ich sagen, komm BO2, Alter. Hab ich nicht. Besorg es dir. Also, CO2. Kevin, ich hätte dich gerade fast getötet. Nein, aim. Los, Fritz, lass uns rausgehen. Go, Kevin, do it. Toll. Er ist halt links. Wie? Klar, Mann. Hört man gar nicht, Alter. Alter, wenn du so eine Olle nah gezogen, die verpisst dich direkt. so. Oh, ah. Shit. Stell dir das mal bitte vor, ey. Oh, ich dachte, Bene tot, Sommerbrot, Alter, was ist das jetzt? Erstmal eine halbe Stunde nachladen. Ich glaube, nach dieser Runde bin ich erstmal weg. mein Gehirn fühlt sich wie Glibber an. Meine Tastatur ist gerade sehr stark gefährdet und ich habe keine andere Tastatur. Achso, ich dachte eher so, sie wartet auf dich, auf das. Ey, bitte auf. Das killt mich gerade. Ja, wenn du es raus hast, ist Mann! Stairs! One shot! Komm, er schreit den. Wow, wie er sich bewegt. In seiner Idylle. Ja, genau, Sophia. Du bist die Beste. Du weißt, dass man das Ding nicht abschießen kann. Stuart. What?
Das kann man auch nicht schlagen, du Hurensohn! In Room! Ach du! Ah nein, ich tu mein Kind. Nein! Klar. Also ich dachte eher, du wärst erwachsen, aber jetzt wo du eben weiter weg warst, hat man voll dieses Out of Stimmbruch gehört, Alter. Ja, ich war kurz davor, so einen Kamin zu schlagen, dass meine Hand gebrochen wäre. Was bringt dir das? Ein bisschen Rostbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Stimmt! Dann könnte ich meine Eltern anschiffen. Ja, Mama, mir geht's doch so scheiße. Bekomme ich bitte Geld für KFC? Ja. Ja. Und dann sagt sie nein und du machst einfach nur. Jetzt hör mal mit dem Scheiß auf, Mann. Oh. Tja. Damit anfängt, muss mit den Qualen leben, Alter. Scheiße, die sind unten. Das könnte einfach so ein neues Meme werden. Nein, doch! Well done. Oh, Mann. Oder so ein Meme, wie einer jemanden anfutzt, er fliegt weg und dann kommt nur dieses. Ich muss erstmal Fettmusik und so, sonst krieg ich einen Anfall. Achso, ich dachte, du kriegst irgendwie Blähung. Kevin, lass hier durchgehen. Was? Vor allem, du sagst, Kevin, lass hier durchgehen. Das ganze Team rennt leider lang, Alter. Man sieht sich, nein, ich hab keinen Bock mehr. Tschüss. Ich hab aber noch einen gekriegt. Ah, der Typ hat mich jetzt echt gekillt, Alter. Der war lustig. Wie. Er schläft mit einer Frau und dann sie kommt. Wie. Hallo, seid ihr alles zu blöd, um den zu killen? Jetzt killt ihn doch mal. Ich glaub, das wird nichts mehr in diesem Leben. Alter, ich wollte gerade sagen. Ich hab ja 3 Kills. Oh, alter Schwede, irgendwie hab ich Kohldampf, ey. Wer hat wohl die Scheiße vorausgesagt? Dum. Ja, so ein bisschen was Brot essen, Nudelsalat dazu. Wär schon geil. Secure the room. Secure der Raum. Secure him, ja. Boah. Der hat aber eine Schwingung gehabt, Alter.
My beautiful evil! Ich bin der Spasti der Nation. Dim-dim-dim-dim-dim. Ich gehe jetzt oben an den Drop. One shot glass downstairs. Armer Kaugummi. Da krieg ich Aggressionen. Okay, Kevin, was war das? Warum wolltest du gegen die Wand laufen? Fick, fick, fick. Nein, das war zu weit oben. Fick, 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 schieß, schieß, schieß! Hm? Ja, der hat dich gefistet. Komm, mach ja, deinen. Wie, das war Glass. Wie konnte er dich sehen? Nee, ich meine, ich war hinter der Wand. Ja, aber nur halb. Dein Arm hat rausgeguckt, das reicht schon. Hier im Spiel ist doch, hier in dem Spiel ist doch eh alles anders. Hier geht's doch viel mehr ab. Uff, jetzt umrundet die erstmal die Weltgeschichte. Ich bin Kavaira. Ich laufe richtig schnell. Ich komm von hinten und schieb dir meine Faust in den Arsch. Oh, in den Arsch. GJ. Glasjob. Last job. Oh. Yeah. Ja, ich weiß schade, nicht, welchen. Ich dir den Code nicht schicken kann für BO2, dass man ja, ich muss kaufen. Muss ich kaufen. Weiß ich Bescheid? Erkennst du mein Gesicht? Nö. Locate the biohazard container. Ja, Moinsen, ist okay. Nicely done. The biohazard container has been located. Auf jeden Fall, Cake. 10 seconds before insertion. Das verletzt mich aber jetzt sehr. Location.
Die haben einen Rekruten. Ach so, da wird's ja auch angezeigt. Ja moinsen, sein Handy ist in Lasagne gefallen. Ey, da ist schon wieder dieser, der Ara. Ich wollte ihn gerade da oben fragen, wenn ich jetzt sterbe, ist er auch tot. Ja, tot. Hallöle! Hallö. Gut, gut, Cake, dann geh schlafen. Oh, was geht? Ja, nur ein bisschen Rainbow. Rainbow Stream. Kann ich noch nicht zocken. Scheiße. Nein, mal keine Kohle. Nee. Und ich muss dann erstmal ein paar Rechnungen zahlen. Ja, das ist natürlich doof. 42 Euro, wenn es dann immer noch im Angebot ist, bleiben dann auf alle Fälle übrig. Scheißegal. Und wenn ich nicht tanken fahre, mir auch egal. Chef, ich brauch Kohle zum Tanken. Jiff und Say, den Driss. Nee, dann entweder laufe ich dann in die Arbeit oder wenn ich zu faul bin zum Laufen, muss ich so wie diese Woche krank machen. Das ist die richtige Einstellung. Ja, bei uns läuft es eh so beschissen, dass ich keine mehr Bock hat zu arbeiten, sonst wäre ich nie zu Hause. Okay. Bin heute einfach mal zum Arzt gegangen. Und am Wochenende darf ich den Chef trotzdem helfen beim Umzug von Dresden hier runter. Ja, moinsen. Weil da hat er, das ist das Einzige, was ihn interessiert hat. Er hat gleich am Telefon nachgefragt, wie es ausschaut mit Samstag. Ob ich da wieder fit bin. Alles andere ist im Schein. Klar, an dem Tag bin ich fit, aber wenn es dann Montag wieder zur Sache geht, bin ich wieder krank. Ja, hallo, es geht da um 200 Euro. Ja, Mensch, ja. Da bin ich auf jeden Fall fit. Da könnte ich einen Bandscheibenvorfall haben oder eine OP haben, das wäre mir scheißegal. Da will ich auch mit Schrauben im Knie oder so da hinfahren. Wird ja hier immer mehr auf meinem Kanal. Ja, habe ich schon gesehen. Ja, der Cake ist neu dazugekommen, John ist neu dazu. Ach nee, John war ja schon das letzte Mal. Ara ist neu dazugekommen. Immer her mit den Leuten. Alle auf meinen Kanal. Ich hab einen Sprachkanal-Wartezimmer. Achso, ja genau, den muss man ja haben. Sprachkanal-Wartezimmer. Oh, mein Arsch tut weh. Was spiel ich denn jetzt? Spiel ich Forza? Ich spiel, glaube ich, Forza jetzt. Bisschen Auto fahren. Bene? Hä? Du kennst du, ich weiß nicht, ob du die kennst, von ETS 2, ein Admin, White Wolf. Hab ich schon mal irgendwie, irgendwo habe ich das schon mal gehört. Ja, die ist eiskalt, weil vorgestern oder vorvorgestern hat Stefan wieder angefangen, ETS zu streamen. Weil irgendwie sein PC im Arsch war, der alte. Dann bin ich eine Runde mitgefahren und auf einmal denke ich mir, was ist denn da hinter mir für ein LKW? Ich sehe gar keinen Spielernamen, der wo mir angezeigt wird. Ja. Ja, wer war's wohl? White Wolf als Admin. Ja, moin. Wird nicht angezeigt in der Tab-Leiste. Okay, warum nicht? Wenn sie als Admin eingeloggt ist, wird sie nicht angezeigt. Weil die kann sich ja hin und her teleportieren und alles mögliche dann. Wenn sie als normale Spieler drin ist, dann wird sie angezeigt. Auch gut. Dass die Admins nicht immer zugespammt werden. Dass man nicht weiß, wo die Admins stehen.
Naja, stehen die da mit 200 Leuten oder so? Jo. Aber da fährst du schon anders. Da bin ich schon vorsichtig gefahren. Und sie wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich damit dazugehöre. Ah, das Spiel ist so laut, Alter. Was? Da bin ich, wie gesagt, da bin ich aber ganz schön vorsichtig gefahren, weil da war ich noch nicht bei Stefan in der Nähe. Und da wusste ich ja noch nicht, dass ich damit dazugehöre zu dem Stream. Da hab ich mir gedacht, fahr lieber vorsichtig, sonst brauchst du Scheiße und ich krieg dich am Ende noch. Ah, glaube ich jetzt eher nicht dran. Die kann schon sehr streng sein. Ja, aber du fährst ja nicht so ein Idiot wie ich, ne? Ja, ich habe schon live zugeguckt. Es ist einer umgekippt, dann sind zwei LKWs reingefahren und Kick. Boah. Ja, sie hat so, da hat sie was ein bisschen dagegen, wenn man eh schon zu schnell fährt oder so und dann noch einen Unfall baut und noch welche mit reinfahren, dann ist Polen offen, wenn sie das sieht. Ja, soll jeder für sich selber entscheiden, wie schnell er fährt und wie schnell nicht. Solange man wirst es noch ganz normal dann spielt, ist das in Ordnung. Ja. Und Kevin geht BO2? Mhm. Und online? Mhm. Ja, moinsen. Was hieß, ich wollte ja mal, weil ich habe ja noch BO1 auf Steam. Ja. Oder was habe ich? Ich schau mal noch. War das nicht eher Ghost? Oder sowas? Ich weiß es gar nicht mehr. Spiele? Hauptsache meine Freundin war. Nee, das ist das Call of Duty Black Ops, das erste Black Ops, weil das Spiel gekauft am 12.2011. Das hatte ich noch über einen ganz alten Rechner gekauft, weil ich gedacht hätte, er würde locker funktionieren, so ein stinknormalen Rechner. Ja, dann konnte ich nicht runterladen. Ich hab's glaube ich bei dem Kumpel mal gezockt, weil ich hab Spielzeit 71 Minuten. Da muss ich sogar noch einen Multiplayer extra runterladen. Ernsthaft? Ja, weil ich hab Black Ops und Black Ops Multiplayer. Das war damals noch extra. Oh. Mann, jetzt muss ich den hier zurückfordern, den Wagen. Das gibt's doch nicht. Hier willst du Autos verkaufen und dann will die doch keinen Arsch kaufen. Ich muss wie, durch. Forza Horizon 4. Achso. Also zockst doch gerade. Rainbow, oder? Nein. Ja. Wieder geändert. Nicht? Das Spiel wird wahrscheinlich nicht angezeigt. Bei mir steht immer noch, ich meine, ich kann ja mal aktualisieren. So, jetzt muss ich wieder verkaufen. Und jetzt steht vor dem. Ich will den Scheißhaufen hier nicht haben. Auto versteigern. Leck mich doch. Mann, dass du hier kein Zwischending machen kannst. Für 1,1 Millionen kannst du es kaufen, also musst du bei 800.000 anfangen bestätigen. Meine Fresse. So, den Wagen. Jetzt spiel mich Forza Horizon und kein Arsch, guck mir mehr zu. Hallo John! Ah, oh, ich glaube, ich zieh erstmal durch dann. Gut, gut. Du weißt ja, ich bin noch ein bisschen was wach. Ja. Schreib dir dann einfach, falls ich nochmal online komme, ne? Ja. Alles klar, John. Gut, gut. Bis Nächtle oder bis später. Tschüssi. Bis später. Ciao. So. Das hier noch machen. Mit
was fahre ich denn jetzt ein bisschen rum? Hauptsache, ich habe hier voll den alten Ford von 1932. Jan spielt nachher World of Warships. Ja, das habe ich heute schon ein bisschen gezockt. Einsteigen. So. Alter, ist das ein hässlicher Wagen, der Urus Lamborghini. Ich will einen günstigen Ferrari kaufen, aber die sind alle noch so schweinisch teuer. Ja moin, er kostet 10 Millionen. Ich habe gar kein Geld dafür. Ah, der John wollte mal die amerikanischen Kreuzer ausprobieren, wie die so drauf sind. So, jetzt bin ich voll und ganz drauf. Ich will mir auch Forza Horizon mal anschauen. Ah. Ausmachen. Wenn es lädt, weil ich lade gerade. Gehen wir dann mal hier raus. Ich werde das wieder zumachen. Ja, so gesehen ist das Spiel total easy. Also grafikmäßig finde ich das auch total geil. Ja. Ja, und du hast ich halt. Ist ja geil, weil man halt da. Audi und so hat. Ja, du kannst auch gegen Online-Gegner. Ja, das geilste ist überhaupt, du kannst Ferrari fahren, Alter. Ja. Also die, wo du jetzt hast, die Mercedes, naja, also komm. Ist ein GTS. Nee, ein GTR, so rum. Trotzdem. Ich mag kein Mercedes und kein BMW. Ah doch, ich finde die geil. Manche, also ich habe bisher einen Mercedes gesehen, der hätte mir gefallen. Aber der hätte auch über 300.000 Euro gekostet. Und da habe ich mich auch reingesetzt in das Auto. Was für ein Auto fahren wir denn jetzt eigentlich? Das war so eine richtig fette VIP-Limousine. Da war der Kühlergrill war sogar mit Hand gemacht. Nehmen wir ihn hier. Ja, und wie ist es hier? Du hast halt so mega Hypercars hier drin. Auch irgendwie das Neueste vom Neuesten und alles. Also, hier ist auch der Bugatti Chiron drinne. Der ist so geil. Das ist ein richtiges Pornoauto. Das Geile ist mein 720 McLaren. Der fährt Spitze 415 waren es gewesen. Alter, der ist so ein überzüchtetes Monster. Aber, Kevin hat den Vogel abgeschossen. Der hat sich einen Porsche Spyder geholt. Ich habe keine Ahnung, was die vordere Bezeichnung ist. Alter, der Wagen fährt 431 km/h. Der zieht weg wie sonst was. Der ist schon fast das oberste Limit. Ja, und mein Wagen hier ist auch schon. Oh, hier die ganzen Ferraris. Boah, da kommt ja eine Kurve, ich Idiot. Ja, ich quatsche und dann kriege ich hier kaum was mit. Ich mach nebenbei ein ETS, ein paar neue LKWs. Jan, ich guck gleich direkt, wenn ich hier das Rennen fertig hab. Weil ich hab nur irgendwas gelesen mit deutschen Schlag. Ja, und wie ist es? Von der Tuning-Art her ist das hier wirklich sehr gut gemacht. Optisch kannst du als manche Autos nur verändern, aber sonst kannst du hier wirklich vieles machen. Ja, sowas wie die Hypercars brauchst du optisch nicht mehr verändern. Ja, du was kannst halt manche auf Rocket Bunny, Liberty Walk und sowas machen. Und das ist einfach mega geil. Danke.
Also ich muss sagen, wo Kevin zu mir gesagt hat, ja, mach doch hier, wirst du kannst dir das Spiel auch runterladen auf, hier gibt's doch diesen Microsoft Store drauf. Ja, und da habe ich mir jetzt einfach für einen Monat, habe ich mir für 99 Cent so einen Pass gemacht. Also der Xbox Live Pass ist das, glaube ich. Und dadurch konnte ich das Spiel kostenlos runterladen. Okay. Ich muss natürlich, ich glaube, nach dem Monat muss ich, glaube ich, 10 € bezahlen, aber da gucke ich mal, ob ich irgendwas günstigeres kriege. Dass ich direkt auf Vorrat kaufen gehe. Sagen wir mal, ich kaufe direkt hier irgendwie so 3 Monate oder irgendwie sowas. Und dann einfach mal gucken. Ah, Digga, was ist denn los mit deinem scheiß GTR da vorne? Nee, aber du hast hier wirklich mega geile Autos dabei. Ich rate dir, lass die Finger von deutschen Schlachtschiffen. Die ist Ja, die nur sind nicht so gut. eigentlich Shotgun, der arme. Ja, Gianni, ich bleib eh, wie ist es auf der Klasse? Was fahre ich zurzeit? Zerstörer? Nee, was ist das für eine Klasse, die ich da habe? Bei den Deutschen, die ich fahre, die Mitte. Du fährst Kreuzer. Genau, ich bleib eher auf Kreuzer. Kreuzer gefällt mir. Ich will irgendwann die. Was war das? Hindenburg oder was war das für ein Schiff gewesen? Die unterste. Ja, Hindenburg war das. Ja. Die will ich mir irgendwann holen gehen für schlag mich so 200 und noch was 1000 Dinger. Nee, Jan, ich meine jetzt hier im Spiel getunt. So war der Spider. Ich weiß nicht, wie viel der Bugatti hier fährt. Das haben wir noch nicht ausprobiert. Aber das schnellste Auto, was ich bis jetzt gesehen habe, war halt dieser Spider Porsche gewesen. Ich werde vielleicht auch mal eine PlayStation verkaufen. Ja, ich muss mich entscheiden, entweder PC weitermachen oder PlayStation behalten. Ich sag, für mich war es, wirst es keine große, also es war schon eine Entscheidung für mich gewesen, aber nicht dieser Riesenschritt, wo ich dann sage, wow, wechseln, ah, Nee, finde ich jetzt auch nicht, dass es so eine heftige Entscheidung ist. deswegen. Ich hab dann auch bloß kurz drüber mal nachgedacht und dann habe ich mir gleich gedacht, ja, rechne ich mal aus, was ich so verlangen kann, wenn ich alles verkaufe. No. Fertig. Sache beschlossen. Hab gedacht, warum sollte ich da diskutieren jetzt? Dann überlege ich bloß 1000 Mal und mach's dann irgendwo nicht. Ja. Ich sag doch, ich hab's einmal durchgezogen und ah, später kriegt man 5000 pro Match. Ja, dann ist das auf jeden Fall easy hinzukriegen. Ja, Achso, warte. wenn du überlegst, du verkaufst die PS4 und dann wirst du es bis auf dem PC, wo du wirklich FPS-zahlmäßig höher bist. Die Grafik ist einfach geiler. Und einfach alles. Du kannst hier im Nachhinein tausendmal besser streamen. Du brauchst halt eine gewisse Internetleitung, ne? Oh, geil! Ich darf hier mal Kannst du den jetzt bei Vulken ETS fahren. noch mehr verändern? Wie meinst du das? Trailer sehe ich gerade. Ach. Kannst du jetzt mehr ändern? Du Ernsthaft? kannst, ja. Du hast jetzt, warte mal, jetzt mal auf den anpassen. Du hast jetzt noch auf die Seiten, da wo die Kästen immer sind. Da kannst du jetzt noch lackierte Box zweimal, also so zwei kleine lackierte Boxen nebeneinander. Ja. Oder eine Box und daneben noch und daneben das kleine Stück, wo dann übrig bleibt, da kommt dann noch ein Seitenschutz hin. Okay. Du kannst jetzt aufteilen. Ja, Und du geil. kannst ganz hinten, kannst jetzt an die Türen so einen Schutz, der wo nach hinten rausragt, dran machen. Und unten kannst du nicht nur die breite Leiste, die Exklusivleiste hinten dran machen mit die Blinker und alles, sondern ein Liftgate, also ein Luft, so ein Lifttor, das wo eingeklappt ist, kannst hinten dran machen. Ja, moin.
Auf jeden Fall geil. Hauptsache, also ich mache die PS4-Zeit noch mit, aber das ist 100% die letzte Konsole. Ja, John, wie gesagt, für mich war das überhaupt nichts mehr gewesen an der Konsole. Ist zwar total schade gewesen, dass ich nicht mehr so gesehen im Clan drinne bin, aber ganz ehrlich, da warte ich lieber, bis ein Teil auf dem PC ist, dann irgendwie da mal was eröffnet wird an Clan-mäßig, weil am PC hast du einfach mehr Möglichkeiten für den Clan. Ist einfach so. An der PS4 ist jetzt nicht so der Oberknaller. PC tausendmal besser. Da warte ich lieber noch ein bisschen was und bin dann irgendwann, je nachdem, vielleicht der besteingespielste Spieler mit Lukas zusammen, wenn er sich ein bisschen mehr ranhält und so. Dann passt das schon. Ich tue jetzt mal die Lüftachse dran. Jetzt muss ich gegen einen Kampfjet fahren mit einem Aston Martin Vulcan. Okay. Und ich bin noch nie mit dem Vulcan gefahren. Nicht? Nein, die Kohle habe ich nicht dafür. Der ist so schweinig teuer. Der kostet, glaube ich, 1,2 Millionen. Performance-mäßig mega, mega der Wagen. Geschwindigkeitsmäßig, das ist ja eher, wie ist es, so ein. Oh, Digga, bremst der geil. Geschwindigkeitsmäßig, das ist ja eigentlich ein Rennwagen. Der ist eigentlich nur für die Rennstraße konzipiert. Und das heißt, so gesehen, der Wagen fährt höchstgeschwindig 380. So, um den Dreh 320, wenn du den aufgetunt hast, fährt der hier, glaube ich, 380. Das ist das Höchste, was du halt rausholen kannst, ne? Ja. Und der Wagen hat aber mega Performance. Wenn man ihn dann fährt mit Tastatur. Ich lade jetzt mal das Bild hoch. Im Willkommen. Du Abkürzung kannst. bisschen. Achso, willkommen. Ja, bin ich, glaube ich, drauf. Kannst es reinsenden. Also ich habe die Lüftachse dran, jetzt nicht dran gelassen. Weil das passt jetzt nicht zu dem Trade. Finde ich nicht schlecht. Ich muss dann auch weitere Or oh, weitere Ordner öffnen. Das da definitiv. Mann, jetzt fahr doch. Ich hab das Rennen verkackt. Ich muss hier noch weitere Ordner und sowas öffnen, dass man da halt für ETS Sachen reinmachen kann, für Rainbow, halt so verschiedene Sachen. Jo. Dass man halt so eigene Chatrooms dafür hat. Ja. Ich habe mich aber auch nicht mehr großartig mit Discord auseinandergesetzt. Ich muss da ja auch noch sowas einfügen für, wenn der Stream startet, dass da was angezeigt wird und so. Dass man da automatisch drauf gehen kann. Aber da muss ich noch alles mit Lukas reden. Lukas hat da irgendwie, wie ist es, noch einen kleinen Ticken mehr Ahnung davon. Der setzt sich damit irgendwie mit der Materie ein bisschen mehr auseinander als ich. Ich setze mich damit irgendwie gar nicht auseinander. Ja, okay, ich brauch's ja auch nicht, weil sieht man ja, was bei mir rauskommt, wenn ich über PC streamen will. Ruckel, Ja. ruckel, ganz langer Ruckel. Das seh ich auch bei Kevin. Bei Kevin ist das auch, wie ist es, da ist die Internetleitung. Das wirklich das. Wenn ihr besseres Internet habt, ihr könnt so easy streamen. Ja. Weil der PC wird so locker mitmachen. Ja, klar, der. Boah, jetzt regnet's auch noch, was? Und ich drifte mir hier Also. einen zurecht. Wenn man über den PC nicht streamen könnte, dann würde er nicht mal ein einziges Spiel starten können. Ja. Also wenn ich überlege, am PC zu streamen, wie ich jetzt hier gerade, ist jetzt zwar nicht 1080p, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, dass das nicht leckt oder sonstiges, dass du das super einstellen kann und dass halt, wie ist es, andere Leute, er dreht sich schon wieder, dass halt andere Leute, bei denen wird halt 1080p, 720p angezeigt, wie man das einstellt. Das würde ich halt auch gerne einstellen können. Jo. Aber werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen, außer da hilft mir dann irgendeiner, der davon halt Ahnung hat. Oder ich kriege das irgendwie raus, wie man es halt einstellt, ne? Ne, es kommt meistens erst per Zufall, wenn man das erste Mal hinkriegt.
Ich habe auch schon zu anderen Streamern gesagt, mir fehlt halt wirklich noch, um noch besseren Sound rauszuholen, fehlt mir halt noch ein externes Mikrofon und halt ein Mixtape, dass ich halt so Sachen einstellen kann, wenn jetzt Musik irgendwie läuft, dass ich die für mich leise machen kann, aber für die anderen im Stream, dass die abgespielt wird, weil ich kann ja normalerweise auch Song Request reinmachen, aber ich will die Jo. Musik nicht hören, wenn ich Rainbow zocke. Das Nee, ist ist halt ein die Sache. bisschen unpraktisch. Ja, ich find's halt total doof. So, Ludwig, Lukas, Kevin, André und ich sind bisher die PC-technisch komplett wechseln. Jan und Fabi wollen vielleicht auch. Aber Yannick, Niklas, Tobi, Andi, Moritz bleiben wohl Konsole. Okay, ich hab gedacht, André und Kevin, die wollen, wir es auch noch nicht wechseln, weil halt Kohle fehlt. Weil Lukas ist ja raus. Ludwig, der kann ja auch zocken auf dem PC, das weiß ich. Und ja, bei Moritz wirst es war mir das schon klar gewesen. Dave wirst es will ja auch auf dem PC gehen, wenn die Kohle da ist. Also, wenn das Kohle technisch hat. Ja, und bei allen anderen, wie man ja von Tobi gehört hat, wirst es, das ist ja alles nur Kauferei. Was totaler Schwachsinn ist. Sagt er auch so, ja, da muss man ja auch total viel immer kaufen gehen für den PC. Wenn du überlegst, für Rainbow reicht eine 1050 Ti, wenn es da eine Ti gibt, aber eine GeForce und Ja, wenn ich habe rein. eine TI. Dahinter der 1050 Ti hast du? Ja. Ah, okay, dann gibt's eine 1050. Die reicht schon vollkommen aus, je nachdem, wie es ist, wenn du jetzt die Einstellung ein bisschen was runterschraubst. Sonst mit der 1060 Strix bist du vollkommen dabei. Da brauchst du keine andere Grafikkarte. Die kannst du unter 300 Euro kaufen. Ich Ah, brauche okay, noch ja John. eine Tastatur, eine Maus. Da kriegst du günstige. Da kannst du dir von Ja. Trust was holen gehen. Klim hat günstige Tastaturen drin. Ich glaube sogar Corsair hat günstige drinne. Das sind halt so verschiedene Anbieter. Die haben halt günstige Tastaturen drin, ne? Da denkst du nicht, dass die, wirst es, da denkst du auch Name, oh, voll teuer und sowas. Headset. Kannst du einfach irgendein Headset nehmen? Hier am PC ist das ja die Sache. Du kannst ja auch einfach nur In-Ear-Kopfhörer nehmen. Die kannst du dann optimal einstellen für dein Gehör und dann ist das in Ordnung. Auf der PS4 kannst du das nicht machen, da fetzen dir die Ohren weg. Ich habe keine Ahnung, wie André da, wie es ist, drüber irgendwas hört. Ich habe da drüber überhaupt nichts gehört. Ja, im PC muss halt RAM drinne sein. Du brauchst halt 16 GB, damit sorgst du halt vor. CPU musst du halt wirklich deine mindestens 6 Kerne haben. Das wäre halt am besten. Dass du dann auch so über deine 3,2, 3,4 GHz pro Kern hast. Und was noch? Ja, Festplatte drinne, Fertigboard, ist auch egal, was du da für eins nimmst. Da ist das eigentlich nicht so relativ. Du brauchst halt einen Monitor. Oder nimmst halt deinen Fernseher, wenn du da drauf Bock hast, aber dann kriegst du halt auch nicht CPU die. weiß ich jetzt gar nicht, was ich da habe. Hast du ein Intel oder irgendwas anderes drin? Prozessormäßig habe ich einen Intel Core i5 7400. Aha, da. Wie viel hat der pro Kern? 7400 CPU 3,0 GHz. Das müsste, glaube ich, ein 6-Kerner sein, der 2004er. Oder warte mal, ich google mal gerade. Also i5-7400. Warte mal. i5 7400. Kerne. 3. Ja, okay, der hat 4 Kerne. 4 Kerne A3 GHz. Da muss man dann halt ein bisschen gucken, ne? Wie der, wie es das hinkriegt. Aber du kannst halt. Aber es lief super. Also am Free Weekend konnte ich mich nicht beklagen. Nee, Lief wie es alles ist, einwandfrei. wenn das alles super ist, dann ist das alles vollkommen in Ordnung. Was hat John geschrieben? i7. Oh, ja, da. Das Ding Alle hatte ich auf 4 jeden Jahre Fall. vielleicht mal durchchecken, falls das Probleme. Austauschen, Prozessor, Intel i7. Ja, genau, wie ist es, John? Alle 4 Jahre höchstens. Und bei Rainbow kannst du sagen, da brauchst du nie was austauschen. Rainbow wird immer ein Spiel sein auf dem PC. Das kannst du dauerhaft mit dem Setup, was du hast, kannst du das jahrelang spielen. Ja, aber Das wie willst du das
grafisch-technisch noch verbessern, geht ja gar ja, nicht. Ja, du kannst jetzt zwar, wie ist es, sagen wir mal, du baust dir eine 1070 Ti ein oder halt eine 1080, aber 1070 reißt ja schon vollkommen aus und machst halt diese Ultra-Einstellung. Dafür brauchst du aber einen 4K-Monitor. Wenn du keinen 4K-Monitor hast, brauchst du das gar nicht machen. Dann bist du mit circa, was sind's, ich glaube, 4, 3, irgendwas, also ich glaube 3800 MB von der Grafikkarte bist du da erstmal gut besetzt. Und sonst kannst du das Ding voll hoch spielen. Mein Spiel steht auf Ultra. Ich kann streamen, ich kann zocken. Ja, deswegen, das Spiel wird sich nie ändern. Ja, es ist wirklich so. Also, du kannst in 10 Jahren immer noch zocken auf so einem alten PC. Ja. Ja, John, wie ist das? Da hast du Vorteil, dass du Wasserkühlung drin hast. Ich will mir ja auch irgendwann auf Wasserkühlung umsteigen. Da gehe ich, da muss ich noch gucken, da gehe ich mir, glaube ich, von Cooler Master dann holen, aber mit RGB-Lüftern und 3 Stück und sowas. Cooler Master ist meine Tastatur und meine Maus. Ernsthaft? Die haben Maus und Tastatur, Cooler Master? Ja. Warte, das will ich jetzt googeln, wie sowas aussieht. Ich habe 7 Farben. Cooler Master, die was? Tastatur. Die was Tator 3 habe ich. Die was? Die DEVA S Tator 3. Ach, du hast eine 3 dahinter sogar. Ja. Wie sieht denn sowas aus? Ja, das sieht doch auch anständig aus. Ja, ganz normal halt. Da oben hast du halt die Play-Tasten, wo ich gesagt hatte. Hm. Und geht auch schön zum Drücken und alles, schön weich. Ich wusste gar nicht, dass Cooler Master sowas herstellt. Ich habe immer gedacht, die werden für Wasserkühlung auch gut. Hab ich bei Konrad gesehen. Alter, man lernt ja nie aus. Ja, die sieht, wie ist es anständig? Anständige, wie ist es Gaming-Tastatur? Tasten ja, stehen schön raus und alles mögliche. Maus, ja, wer hat die 2 Anzeigen an der Seite? Oben drauf hast du die, so gesehen, DPI-Anzeige, würde ich mal behaupten. Die Farbe ist eigentlich gar nicht so wichtig. Wenn du ohne Farbe hast, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ja, die Maus liegt einigermaßen gut in der Hand. Die Tastatur, wenn. Ja, da hätten sie unten das Stück halt ein bisschen länger machen können, dass der Handballen vielleicht noch drauf liegt. Aber ansonsten ist alles perfekt. John, was heißt MK? Kannst du dir? Er hat geschrieben, ich muss nur noch mal wegen einer ordentlichen MK gucken, aber ist nebensächlich und Monitor. Also Monitor, wirst du, das habe ich Maus schon. Maus und Keyboard heißt es eigentlich. Also John, ich glaube eher weniger. Ich spiele jetzt hier, wirst du es ein bisschen Autorennen. Ich muss noch ein bisschen Kohle verdienen. Okay, wenn das Maus und Keyboard heißt, dann ja, wie gesagt, Corsa hat, wie ist das, gute Dinger drin, also es gibt so viele geile Sachen eigentlich, die du richtig günstig kriegst. Logitech hat geile Tastaturen und Mäuse, also da ist ohne Ende Zeug drin. Wo ist jetzt eigentlich mein Pinökel hingefahren? Ach, da bin ich jetzt. Neu. Was ist das? Water Age. Saisonmeisterschaft ein Tag. Fahren wir das mal. Wow, ich fahr zu weit. Ja, das ist mir bewusst, dass ich mein Ziel erreicht habe. Nein, scheiße, Cock. Cock, nicht Cook. Erreiche in Rennen gegen Drift. Wait, durchschnittlich den ersten Platz. Ja, dann wollen wir das doch mal ausprobieren. Ach so, ich muss ja jetzt auch noch fahren. Wie? Warum muss ich denn hier meinen Porsche benutzen? Was kann ich denn für Autos bitte kaufen? Der zeigt mir hier voll die Krücken. Hamad! Ja,
Ja, genau, John, das ist wirklich Nebensache. Wenn du mit dem Setup, was du hast, gut klarkommst, dann ist das in Ordnung. Das ist genauso wie Monitor. Ich habe mir jetzt nur einen Monitor gekauft, weil ich unbedingt 75 Hertz erstmal haben wollte und halt eine Millisekunde Reaktionszeit und halt einen Gaming-Monitor haben wollte. Aber alles andere ist halt Nebensache, ne? Da bin ich ganz ehrlich, da kann man immer gucken, ob man irgendwas Schöneres findet oder so. Ich habe heute noch gar nicht den Check geschrieben. Bisschen spät, aber besser als nie, wenn man high schreibt. Ja, es geht auch die Blowjob-Möhre, ne? So stimmt, ja. Warte. Du, der einzige Subscriber. Ich weiß gar nicht, ob die anderen immer verlängern oder ob die noch immer mein Subs, ob die noch immer Subscriber sind. Alter, wie soll ich denn mit meinem Cam GT3 oder GTS oder wie der Scheiß hier heißt, wirst du es Erster werden? Achso, das Ach, da geht kann ich sogar. die. Hätte jetzt Ja, auch nicht gedacht. Moinsen, er macht einfach mal ein paar Bits rein. Und ich hab dafür einfach keine geile Animation. Ich hab schon, wie ist es, Raid habe ich ja schon geändert gehabt. Mit Musik. So wollte ich es machen. Er hat nochmal ein paar Bits reingehauen. Läuft bei dir. Dankeschön. Aber jetzt müsste die Bloodshot-Mörder zu sehen sein. Ja, ist er. Hat es wieder mal ausgeschrieben, stimmt ja. Das ist, was ich bei Twitch noch nicht check. Ich bin jetzt bei der neuen App, die da rausgebracht haben, checke ich eh so einiges nicht. Ich kann nicht mehr Pause drücken und sonstiges. Also so einige Sachen, da denke ich mir auch noch so, warum funktioniert das nicht so, wie ich das haben will? Also, manches verstehe ich bei Twitch nicht. Aber du könntest mal was ausschalten. Beziehungsweise was ändern. Deine Top-Tier. Was auch wöchentlich. Jan, danke für dein Host. Ihr wollt doch alle nur meine geilen Animationen sehen. Weißt du, wie lange ich für für den Raider ein Bild rausgesucht habe? Ich habe fast 2 Stunden lang gesucht, bis ich was Passendes gefunden habe, wo ich sage, okay, das ist es. Okay. Das ist genauso wie Musik. Ich bin da so wählerisch. Ich will eigentlich immer, dass alles perfekt ist. Ja, dann darf ich mich erst recht nicht an sowas ransetzen. Ja, es gibt auch hier vorinstallierte Sachen und sowas. Das ist nicht das Problem. Da kannst du einfach ein bisschen klicken, auswählen, Alertbox einfügen und fertig. Nee. Nee. Ach ja, Jan, du warst ja gar kein Anime-Fan gewesen. Der war ja gar kein Anime-Fan. Jetzt eier ich hier rum und was ist jetzt hier? Das finde ich aber jetzt gerade nicht schön. Jetzt bin ich hier rumgefahren und wo ist das nächste Event? Ach, das ist hier. Dann Wieso fahren wir hast du doch. eigentlich vor 10 Jahren? Wurde trotzdem nicht genehmigt oder wie? Ich habe vor 10 geschrieben. Da steht ja Fotze. Und dann Fotze on. So soll das eigentlich heißen. Fotze on. Ach so. John, ich habe gar keinen Bezug auf SpongeBob, aber sag mir jetzt nicht, dass Stanley SpongeBob gemacht hat oder was? Dann wäre ich aber verblüfft. Dann müsste ich mir. Okay, einen SpongeBob-Film habe ich ja. Den allerersten. Ich bin ganz ehrlich, wie ist es? Ich glaube, für diese. Wie heißen die Dinger? Diese Chair-Dinger? Gibt's glaube ich keine schönere Animation oder was ich reinhauen könnte.
Du könntest höchstens halt deine eigenen Sounds und so und eine Animation reinhauen, aber dann dauert das halt immer ewig und ist halt ewig laut, das Zeug. Ja, und da sag ich mal so, ich dafür jetzt extra irgendwie was machen, da reicht doch das, was drinne ist. Ja, die meisten haben das so drin. Ja. Weil du kennst einfach den Sound. Ah, es wurde geshared. Ja. Oder Du hast nicht lange Bits oder wie gerufen die oder so. heißen. Irgendwie sowas war es ja gewesen. Ja, das ist, heißt schon Scherm. Ja, schön, dass ich mein. Oh, kann ich Enter drücken? Ja, ich kann Enter drücken. Ja, Veranstaltung natürlich fortsetzen, ne? Ja, ich weiß, ich fahre da immer mit dem popeligen Porsche rum. Ja, die Frau, ich mag die GTS-Version davon ist geil. Die ganz normale Standard-Version ist voll hässlich. Die gefällt mir überhaupt nicht. Das ist wie so eine Frauenkarre, die du nicht fahren willst. Ist auch eigentlich eine Fahrerkarre. Ja, okay, wie ist es? Das ist wirklich witzig gemacht. Sagt gerade hier auch Jan, wie ist es? Der hat so eine Animation, wo Mr. Krabs in Geld badet. Ja, okay, wo Mr. Krabs in Geld badet, das hätte ich jetzt wieder als Donation-Animation gemacht. Ja. Wegen die Münzen, das passt da besser. Ja. Da wäre ich aber auch so. Ich lass das einfach mit dem Teil. Vielleicht mache ich noch irgendwie einen Sound rein oder keine Ahnung, aber sonst passt das eigentlich so, wie es ist. Ich habe schon so viel in meinem Stream selber gemacht, rausgesucht aus dem Internet. Also, wenn ich irgendwann großer Streamer wäre, dann würde ich, glaube ich, auch nicht viel mehr machen. Nee. Vielleicht ein eigenes Overlay, wie es ist, erstellen lassen, aber naja. Nicht jeder mag Versus Köln und da muss ich auch nicht die Kölner Skyline zu sehen haben oder so. Wäre natürlich aber Wir cool. haben Köln nicht. Keine Ahnung. Münchner. Nein, Wieso denn Köln? weiß ich nicht, keine Ahnung. Gibt ja viele, die sowas nicht mögen. Ich habe ja auch gedacht, ich würde hier irgendwie FC-mäßig was reinmachen, aber dann habe ich mir gedacht, nee, du bist so großer Dragon Ball Fan und alles Mögliche, da musst du schon irgendwie sowas reinballern. Weil es halt auch mega geil ist. Also mein persönliches Empfinden. Ja. Ich sag ja, Lukas hat sein Lucky Luke da und das ganze Zeug. Das hat er ja. Ich weiß gar nicht, wer es erstellt hat. Ich glaube, FDTV hat die Dinger, glaube ich, erstellt. Ich habe ja meine noch selber mit GIMP oder wie das heißt, habe ich die Dinger ja noch programmiert und so. Wo ist denn eigentlich heute die eigentlich da ist? Nee, ist nur bloß. Wo ist Nee, die ist eigentlich nicht da. wer heute? Ja, Chaos Queen. War die noch nicht da? Hä, wie meinst du das? Die Mina. Ach so, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich bei Lukas im Stream. Ach so. Das soll ich. Da ist der Subscriber auch bei Lukas. Jolly Jumper, Dolly Jumper, wie hieß er nochmal? Nee, nicht Johnny Jumper, ne? Nee. Das war jetzt so, okay, das könnte vielleicht zusammenpassen. Johnny Chaplin meinst, wenn dann. Ich glaube, wenn ich jetzt auch wieder regelmäßiger streame, wird da auch bei mir ein Ticken mehr. Ich kann nur was mit Lukas Ding anfangen und mit das müsste von Kevin sein oder war ist das von André? Und die anderen drei Dinger, keine Ahnung, von wem du da Subscriber bist.
Ich? Nee, John. Wollte ich sagen, ich hab den letztens erst gefollowt, den Lukas. Bei mir gibt's auf jeden Fall eine selber gemachte Blowjob-Möhre. Aber weißt du, wem der ähnlich sieht, der Lukas? Fällt mir gerade so ein bisschen auf. Einem Lauch? Kann man so sagen. Dem, wo ich meine, der ist ein Lauch. Gib mal auf YouTube einen Revinside. Warte mal. Da muss ich jetzt gerade hier gucken. Aus da mal gerade raus. Reven. Ach, also da. Ja, ja, ich hab schon. Hier, Revinside. Ihm schaut er ähnlich, finde ich. Nee. Doch, schon so ein bisschen. Nee. Ich guck ja gerade, also, ich hab da mal irgendeinen anderen Streamer gesehen, also der. Ja, doch, vor die Haare her und so ein Pulli trägt der Typ auch immer. Ja, Lukas trägt ja mehr T-Shirts als andere. Miss Cheesy Rocket Lady Pengo. Achso, ja, Pengo ist noch in Ordnung. Die anderen, keine Ahnung, wer das ist. Hab ich schon wieder ein neues Auto? Nee, ich wollte gerade sagen. Ja, bei vielen Leuten habe ich keine Ahnung, wer was ist. Ich bin bei Monte Subscriber und das reicht mir. Da werde ich auch Dauer-Subscriber bleiben. Ja, Lukas ist ja nicht in deinem Discord drin. Doch. Ja, aber jetzt gerade nicht in irgendeinem... Nee, der ist gerade am Zocken. Zum, ja, dass er von hier aus Discord machen benutzen würde. Der zockt gerade an der PS4. Das würde ich eiskalt bringen, wenn es meinst, wäre ich würde die ganze Zeit, wenn einer streamt, mal so als Gaudi, so ein paar Mal hin und her move. Würde ich die ganze Zeit immer wieder zu mir reinmoven. Hallo, tschüss. Ich glaube, das wird keine 5 Sekunden dauern, wird der rausgehen aus der Gruppe. Ach, das sind die ganzen Animationen von Pengo. Ah. Pengo Pinguin. Ich habe auch ein paar von anderen. Also erstmal das Beste natürlich. Ach, bist du auch bei anderen Subscriber? Ja, bei der hier. Miau? Wer ist denn Miau? No Nexus Tent, Meme. Keine Ahnung. Den hier, den. Also ETS muss. Das muss man. Das geht nicht anders da. Das ist der Stefan. Abbiegen, wer braucht schon abbiegen? Querfeld ein, Bitch! Und das ist die letzte. Ja moin. Was will denn mein Handy jetzt von mir? André streamt Tom Clancy's. Mittwoch, voraussichtlich Regen. Wichser. Guten Tag, was ist Ihr letzter Preis? So, dann wollen wir dem doch mal zurückschreiben. Sie haben sich aber ganz genau die Anzeige durchgelesen. Ich schreibe jetzt bloß die Abkürzungen, weil er geschrieben hat, sagen mir nichts. Ich schreibe jetzt bloß die Abkürzungen, weil ich mache keine Werbung. Kannst ruhig machen, mich stört das nicht. Sie haben sich aber ganz genau die Anzeige durchgelesen, oder? Weil ist ja defekt. Okay, beim letzten kann ich keine Abkürzung machen, die heißt bloß Jasmo. Ich glaube, das mit mir weiser, glaube ich. Habe ich aber trotzdem nochmal dazu geschrieben. Werbung! Ich habe ja nicht deinen Twitch-Namen geschrieben.
Beziehungsweise nicht an vollständigen Twitch machen. Gut, bei Nummer 4 konnte ich nicht anders da machen, die heißt bloß Jasmo. Hätte ich bloß ein Y hin machen dürfen. Gizmo! Dying, alles gut. Wer ist offline gegangen? Achso, der hat aufgehört. Weil meine Streamer nö. Wie Bene, keine Ahnung. Ich bin Bene! Chan! Die Blowjob-Möhre ist meine! Das ist mein Subscriber-Ding! Coole Antwort. Jasmo kennt er auch, siehst? Ja, nur nächstes ist. Die ist eigentlich bekannt als Elisabeth. Also Ellie. Und Stefan, ja, der ist bekannt als Stefan. Den kennt man, wenn man ETS zockt. Ich kenne Tobi. Alter Mann German. Oder German alter ja. Mann, irgendwie sowas. Den habe ich auch auf Steam. Ja, den habe ich noch nie angeschaut oder so, aber er folgt mir. Ja, da kannst du dich glücklich schätzen, du Arsch. Das fand ich so geil. Ich schaue in meine Followerliste rein. Da liest so Stefan. Und sagt, Alter, geil, der folgt mir. Und dann, alter Mann, German. Ich mir so gedacht, irgendwas sagt dir das doch. Achso, okay, stimmt, John. Das hat der Beni mal angesprochen. Ja, der Typ ist einfach super sympathisch. Der hat zwar seine Gichtkrankheit da, aber so ist der total sympathisch. Ja, dafür kann er ja nichts. Nee. Der findet das ja selber scheiße. Der ist ja, soweit ich das weiß, war der Tierpfleger gewesen. Okay. Das ist dann schon richtig kacke. Ja, der sammelt auch immer Spenden. Fürs Tierheim. Da wird auch immer eigentlich recht gut gespendet, aber ist schon was länger her. Sagt mir jetzt gerade auch nichts, Vader. Ja, aber der hat jetzt schon länger nicht mehr gestreamt. Ich hoffe, der lebt noch so gesehen. Oder der macht gerade Urlaub oder so. Peter, der ist glaube ich gerade. Der ist glaube ich gerade online, ist ein englischer Streamer. Spiel geht, ja. Ah. 102.313 Follower läuft. Dann kennt ihr auch Master Tay. Den habe ich auch mal längere Zeit geguckt gehabt. Da habe ich sogar total viele von seinen, was war das? Seine Währung hatte ich total viel Zeug von gehabt. Aber irgendwann habe ich dann nicht mehr geguckt gehabt. Weil nur GTA gucken, also GTA Live wollte ich auch nicht mehr. Bei Orni war ich mal Subscriber gewesen. Aber nur einen Monat. Danach habe ich mir gedacht, ne, bleibst du nur noch bei Monte. Ich habe bloß die vier, also dich und die anderen drei. Ja moin, 20 Euro. Ja, die schaue ich hauptsächlich, also lasse ich das auch weiterlaufen, weil es läuft über Handyrechnung. Ja. Weil, wenn ich die ganze Zeit gucke, warum sollte ich dann aufhören? Bei einer habe ich irgendwie 112 Stunden oder so zugeguckt. Aber die ist nicht mehr so oft online. Und die schaue ich auch dadurch gar nicht mehr, weil die erstmal 3 Monate gar nicht auf der Bildfläche war und jetzt sehe ich bloß ab und zu, dass sie online ist. Ach, das sah man doch bei mir auch. Ich weiß es, war dann auch mal ein bisschen was länger nicht online gewesen und jetzt bin ich irgendwie jeden Tag online. Ja, wenn es mal eine kurze Zeit nicht mehr online bist, dann. Ja, du musst halt wieder voll. Ja, du musst halt wieder voll reinkommen, ne? Jo.
Das seh ich ja selber. So, ich gehe jetzt mal schnell was zum Trinken holen und eine rauchen. Lunge ruft. So richtig? Hä, ich hab doch viel, viel länger diese Woche gestreamt. Oder vertue ich mich da jetzt? Hä? Wir haben doch den 27. Dienstag haben wir doch. Ich hab gestern. War das gestern? Ach nee, das war ja letzte Woche. Da habe ich so viel gestreamt gehabt. Ja moin! 1982er! 900 Turbo! 3. Ah! Legendär! Bitch! Da fragt man sich, was der im Internet bringt. Ja. Müssen wir doch direkt mal zu meiner Hut fahren. Erstmal Querfeld ein. So. Willkommen zu Hause, The Gables. So, Fuhrpark, meine Autos. Puch. Ernsthaft, obwohl ich den da gezogen habe? 911 Turbo 3.3. Hä, bin ich zu blöd? Wo ist denn der Turbo hin? Ah, da. Das müsste der, glaube ich, sein. Ja, okay, dafür kriegst du echt nicht viel Kohle. Das belastend. 54k Follower und einmal im. Auf jeden Fall, John. Geil. Ja, da bist du echt mit Leuten am Zocken. Da weißt du gar nicht, dass die Wirstes total viele Follower haben und alles Mögliche, weil du dir da einfach keine Gedanken machst. Du denkst dir so, okay, ist in Ordnung. So, ich wollte ja noch was anderes gucken. Ich gehe raus. Ach man, lad doch nicht immer so lange Spiel, wird's mich verarschen. Noch
9 Minuten. Es will einfach keiner kaufen. Was für Arschgeigen. So, was haben wir denn noch hier im Umkreis? Ist ja cool, John. Man muss noch mal mit dir zocken. Mal gucken, ob so Bock hat. Oh, sind wieder da. Ah, ja. Der Werte Herr ist wieder da. Ich fahre jetzt gerade mit Torettos Auto. Das ist eine geile Karre, finde ich. Oh ja, hier in dem Spiel ist das Auto noch geiler, weil du den wirklich so mega geil machen kannst. Und der Wagen hat auch Power. Zwar nicht so viel Power wie andere Autos hier im Spiel, aber es macht halt total Fun, den zu fahren. Er ist halt trotzdem noch ein Ami-Schlitten, darf man nicht vergessen. Oh ja. Ist halt schwer, der braucht PS. Also ich könnte den, glaube ich, sogar umbauen, damit der vorne hochgeht. Ist wäre geil. Dafür müsste ich dem aber, glaube ich, Slicks drauf machen. Ja. Das brauchst du dann auf jeden Fall. Ich kann ernsthaft nur die Autos benutzen. Ich habe ja auch ein Firebird Trans Am. Pontiac. Hab ich auch. Aber irgendwie muss ich sagen, das ist sogar noch besser. Aber in der Geschwindigkeit ist er nicht so hoch. Ist irgendwie verwirrend zu sehen, den Stream ohne Ton zu sehen und alle Infos schon vorher haben. Muss man voll mitdenken, ey. Ja, der Firebird schlecht schaut nicht aus. Ist halt Stocker mäßig gemacht, wie das ausschaut. Oh, links neben mir, ey, geil, der Wagen. Bist du eigentlich mit Delay oder ohne Delay? Wie meinst du das? Streamst du mit Delay oder ohne Delay? Ich habe jetzt auf eine Millisekunde eingestellt. Ich weiß aber nicht, ob es rüberkommt. Okay, nee, nicht wirklich. Ich meine, ich kann noch mal aktualisieren. Ah, okay, John, das ist echt witzig. Ah, das ist auch scheiße, nur Fortnite, BO4, FIFA 19. Also BO4 ist noch in Ordnung, aber Fortnite, FIFA 19. Uah. Ich kann mich mit den Spielen überhaupt nicht mehr identifizieren. Ich mit Fortnite auch nicht mehr. Ich kapiere bis heute noch nicht, warum ich da über 200 Euro ausgegeben habe. Weil ich sehe jetzt, dass du in die Startlinie fährst. Okay, ich bin aber schon ein paar Meter gefahren und fahre jetzt, glaube ich, über den ersten Checkpoint schon drüber. Und der Wagen zieht einfach so mega durch. Jetzt bist du gerade an allen vorbei. Naja, ich bin auch Erster gerade.
Was das? Jetzt habe ich gerade Pause gemacht. Weil irgendwas über meinen Arm drüber gelaufen ist. Immer diese kleinen, ekligen Käfer, die hier rumfliegen in der Wohnung, weil die durch irgendwas. Sag mal Bescheid, wenn du Pause weg machst. So, ich mache jetzt Pause weg. Okay. Da muss ich das nochmal neu einstellen. Ist Sache, alles Einstellungssache. 10 Sekunden. Ja. Jetzt komme ich auch mit Mitdenken mit. Da muss ich das nochmal umstellen, ob ich das hinkriege, wirklich, dass eine Millisekunde, wie ist es, also eine Sekunde Unterschied sind. Oder zumindest auf 5 Sekunden. Ist ja auch in Ordnung. Eine Sekunde geht eigentlich. Ja, das weiß ich auch. Das sehe ich ja bei Monte im Stream. Ja, ich bei Jasmo immer. Das ist die einzigste, wo die vier, wo ich immer gucke, eigentlich hinbringt. Aber ich weiß nicht, wie die das gemacht hat. Es ist Einstellungssache. Das ist das Zeug. Ich habe das, glaube ich, nicht eingestellt. Ja, aber Sache, ist ein richtiges Feintuning. Ich bin ja hier auch am Spielen gewesen. Und dann habe ich da gedacht, ja, klickst du mal auf das, was da angezeigt wird in dem Streaming-Programm. Ja, das war der totale Fehler, den ich da gemacht habe. Deswegen war der Stream auch so in so schlechter Qualität gewesen. Also mit 720p und hast du nicht gesehen, halt so Sachen. Obwohl das hätte gar nicht sein müssen. Ja, man muss halt im Erst reinfuchsen, das ist, da kommt man nicht drum rum. Ja. Viel Gaming TV sagt mir nichts. Was machen die denn so? Oh, ich bin schon wieder Erster. Hallo, warum haben die denn? Hä? Ich hab ernsthaft, wie ist es, also meine Klasse ist S1 888. Warum sind die denn nicht hinterhergekommen? Bin da schon total scheiße gefahren. Naja, S1 881, 852, 800. Ja, okay, eigentlich geht das vom Unterschied her. Ja, sag ich ja. Jetzt kommen wieder neue Rennen dazu. Alter, bei dem Spiel, du hast ohne Ende Rennen. Wirklich ohne Ende. Und zusätzlich, du hast ja auch alles Mögliche. Du hast hier Waldrennen drinne, du hast hier Dirtrennen drinne. Also so Querfeldeinrennen sind das, da kannst du dann auch mit dickeren Autos fahren. Also, oh. Alter, Handy, halt doch mal die Schnauze. Vibriert mir da hier gerade der Arm weg. Also wenn ich jetzt gucke, wenn ich jetzt Auto wechseln würde, du hast halt hier so verschiedene Autos drin, also verschiedene Autoklassen halt, ne? Ich laber jetzt einfach mal und zeig da mal da drauf. Das hier ist zum Beispiel ein Ford Mustang, das ist ein Drifter, purer Drifter. Du hast auch hier Oldies drin. Mustang ist immer ein Drifter. Ja, der ist auf Drifter gemacht, ne? Den kriege ich kostenlos. Dann haben wir noch so ein Trailcat. Das ist von Jeep. Da kannst du dann halt querfeldein mitfahren. Dann hast du hier extra für die Dirt-Rennen. Hast du auch extra Autos drin. Ja, und was haben wir hier? Hier haben wir dann auch einen mega geilen Wagen. Lola, habe ich vorher noch nie gehört. Die Form kenne ich. Das sind richtig mega geile Autos. Und Lola. Wenn man dann hier weiter guckt, dann hast du hier sowas ähnliches wie Polaris heißt dieses Fahrzeug. Das sieht eher aus wie ein Strandbuggy, also so ein Golfcar. Ja, dann hast du noch irgendwie schnellere Geländefahrzeuge. Ich fahre halt ein Cayenne Turbo. Voll geil von 2012. Und was du dann auch hast, ist hier 2500 Power Wagon von Ram. Alter, das ist ein Monster, ja, das Ding. Da, Golf GTI, oh, 1983er Baujahr. Ja, das ist auch da. Oh. Aber das Ding, das bringt nichts. Da willst du Gas geben und da kommt einfach nichts. Das ist dann so. Da geht mir einer ab. Nee. Zweier Golf GTI ist das. Oh. Nur so hat 570k Abo YouTube, das ist der zweite, genau, der hatte 800, bla, jetzt.
Okay. Weiß ich nicht, kenne den halt nicht, ne? Ich habe halt nur ein paar Streamer oder ein paar YouTuber bei mir in YouTube drin, wo ich auch voll Bock drauf habe. Alles andere muss ich nicht unbedingt haben. Also du hast hier schon richtig geile Fahrzeuge drin. Also, egal wie es von der Beschleunigung her ausschaut, der 2er-Golf ist der geilste. Da geht nichts drüber bei mir. Ja, warte, dann kriegst du jetzt 2er-Golf. Achso, ich kann auch einfach den hier mal einsteigen. Weil da habe ich noch an meinem Schlüsselbund von, also habe ich noch einen Schlüssel dran vom 2er-Golf GTI Westwood Edition. So, jetzt Das Auto hat mein Vater eine Zeit lang gehabt. Sonderlackierung, ein ganzer Ordner voll an technischen Veränderungen. Wir sind über 300 auf der Autobahn gefahren. Und den 2er Golf GTI Wolfsburg Edition haben sie ja gerade mal 2500 Mal gebaut. okay. Gian, warum ist er denn so eine Pussy? Halt ja rum. Oh, er gibt Gas. Oh, Reifen drehen durch. Ja, Und ist wahrscheinlich. er ist ein Rechtsbau. Ernsthaft, das ist ein englischer Wagen. Echt jetzt? Ja. Ja, stimmt. Oh, Jesus. Aber das ist einer der Digga, ersten 2er-Golfs. gleich Super, und explodiert der Heck, weil der noch Motor. so ein breite, er ist noch so eine große Heckscheibe hat. Ja, Kotflügelverbreitung. Guck doch mal hier an der Seite. Das ist keine Kotflügelverbreiterung, das ist ein Flinkschiss, was da dran gebastelt wurde. Ich weiß. Da habe ich schon andere Golfs gesehen. Sie. Aber der Typ ist wahrscheinlich so eine Pussy, weil er vielleicht in sie verknallt ist. Das kann auch sein. Nein, 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 nein. Den Sound könnte schon mal machen. Nein, ich muss jetzt ernsthaft alte Autos benutzen hier. Ach, leck mich. Siehst, nee, man hört deinen Game Sound gar nicht. Hä? Wie? Nee, ich habe nicht gehört, wie du Gas gegeben hast und so. Was ist das denn jetzt für eine Verarsche? Wo ist denn jetzt mein Game Sound hin? Hä? Warte mal, ich mache jetzt mal hier ein YouTube-Video an. Ob der Sound dann da ist. Nein, ich will nicht Flying Uwes Hundehütte gucken. Hört man denn jetzt Musik? Warte. Ja. Vielleicht ist das Spiel bloß leise eingestellt. Okay, da hört man die Musik, dann muss ich hier eigentlich nur einen Ticken. Ja, ich stelle hier die ganze Zeit immer irgendwie ein bisschen rum. Die Musik ist leiser wie du selber. Okay, John. Ne, das Spiel habe ich schon was leiser gemacht. Du siegst mit gleich nicht. Nein, will ich nicht umändern. Ich will auch ganz normal weiterfahren. Hört man denn jetzt was davon? Warte. Ganz, ganz leise höre ich die Musik. Okay, ja, dann probieren wir das jetzt mal aus, wenn ich jetzt hier fahre. Weil dann ist eh lauter.
Jetzt höre ich die Fahrzeuge schon mal so leise wie die Musik. Oh, leck mich doch am Arsch. Ja, ich habe das Spiel von der vom Sound her wirklich weit runter gemacht, damit ich halt auch in Discord mich noch ganz normal unterhalten kann. Jo. Und dass ich halt hier noch ein bisschen was Musik hab und so. Aber warte mal, machen wir mal anders. Einstellungen. Audio. So, jetzt müsste das eigentlich was lauter sein. Ja, jetzt hört man die Autos besser. Ah, ich verstehe dich aber auch gut. Jan, ich lese gleich, wenn ich das Rennen hier fertig habe, direkt was du geschrieben hast. Ich kann es ja vorlesen. Das könntest du tun, aber wärst du jetzt nicht da, dann könntest du das auch nicht tun. Nö, dann könnte ich es nicht tun, aber ich bin ja da. Jetzt habe ich es gerade gelesen. Ich rede auch immer über die Existenz von Gott. Ja, lol. Würde ich in 100 Jahren nicht machen. Und das nicht über bei Gott Red. Will ich nicht reden. Ich wollte nicht umsonst eigentlich ein Kennzeichen mit 666. Ah, nee, man kann ja darüber reden, aber nicht, wirst es, wenn man rankt. Nee. Das wäre so ein Automute gewesen. Ist echt, weil du ja sowieso. Das ist dann sowieso Ironie, weil du redest über Gott und gleichzeitig ballerst du virtuell Leute ab. Wow. Läuft. Schade, dass man hier bei dem Rennen nicht mit meinem alten Porsche fahren kann. Ich würde die damit richtig abziehen. Muss mir noch einen Controller kaufen gehen für das Spiel. Mit Tastatur nach der Zeit ist das irgendwie. Ja, anstrengend. Nee, mit Lenkrad, du kannst das nicht so fahren wie Eurotruck. Nicht? Nee, leider. Ich hab's ausprobiert, ich hab alles Mögliche eingestellt. Sag ich, hier fehlt mir der Realismus. Bei Formel 1 kein Problem, da fahr ich mit Lenkrad. Weil das aber auch realistisch gemacht ist. Vom Lenkverhalten, ja, aber das hier überhaupt nicht. Hier fehlt mir halt dieser Realismus. Du kannst zwar total viel einstellen, aber das, was eingestellt werden muss, also wenn du hier das Lenkrad anschließt und du willst dann lenken, du lenkst nach rechts, der ist schon fast mit dem kompletten Einschlag ist der schon drinne. Okay, das ist komisch. Boah, ja, ist okay. Werd ich jetzt hier vom Honda Civic platt gemacht oder was? Hallo, geh weg. Böser Honda Civic. nee, hier sind auf jeden Fall. Jetzt ist mit Lenkrad der. Kevin, der fährt mit Lenkrad. Aber für mich ist das irgendwie nichts. Also das Spiel jetzt zumindest ist mit Lenkrad. Das ist eher so ein Controller-Spiel für mich. Ja, wenn es zu unreal gemacht ist, dann kannst du auch mit Lenkrad vergessen und geht's auch nicht. Also du kannst hier wirklich den Motor komplett einstellen, Reifendruck einstellen, halt dieses komplette Zeug. Aerodynamik kannst du einstellen, aber sobald es hier um irgendwie mit Lenkrad geht, dir fehlt halt dieser komplette Realismus hier drin. Dass er wirklich, wenn du mit dem Lenkrad wirst, es nur ein ganz kleines Stückchen nach links gehst, muss der auch ein ganz kleines Stückchen nur nach links gehen. Das macht er aber nicht. Bescheuert, dann ist ja. Es kein Spiel für Lenkräder.
Genau, das ist, da sage ich dann mal wieder Project Cars 2, da ist das ja der Fall. Aber das kannst du auch alles beides nicht vergleichen. Das hier, hier kannst du noch Autos tunen und so. Ja, aber ich finde es dann schon, also für ein Rennspiel finde ich das dann schon ein bisschen traurig, dass man das nicht mit Lenkrad zocken kann. Du kannst es zwar probieren, aber ich weiß nicht, wie es halt optimal eingestellt wird, dass es so nach deinen Vorstellungen ist, ne? Du kannst hier ja auch mit Schaltung machen und so. Ich möchte gar nicht probieren. Oder ich bin einfach zu blöd, um es richtig einzustellen, das kann auch sein. Ah, Jan, so sind Frauen, die schalten immer auf Durchzug. Ja. Da kannst du nichts dran machen, Jan. Da kannst du dann gegen die Wand reden, die hört dir da mehr zu. Oder du nimmst dir einen Euro für eine Parkuhr. Also bei meiner vorletzten Freundin hatte ich mich irgendwann dann, wenn wir immer diskutiert haben, habe ich mich einfach mal vor die Wand gesetzt und habe eine halbe Stunde lang mit der Wand geredet. Ja, er ist ein Wandredner. Ja, nach einer halben Stunde hat sie da mal gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und ich sagte, ja, ich warte noch auf Antwort. Sie ist, glaube ich, größer als er, 1,70. Oh. Ah, bei 1,70 reden wir ja nicht von Größe, Jan. Das kennst du doch bei uns großen Leuten. Naja, also, für einen Zwerg ist es groß. Ja. Wäre ein Alpha-Zwerg. Gut, 1,70, das wäre schon. Das wäre bisher dann die größte Freundin, was ich dann hätte. Wie gesagt, meine jetzige ist 1,54. Ja, ich bin auch immer so bei. Also das höchste, was ich bisher hatte, war 1,66. Wie gesagt, das ist halt alles blöd. Ja, so schlimm finde ich eigentlich nicht. Ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Also da kannst du, wenn du eine Frau hast, die jetzt größer ist, kannst du direkt den Kopf zwischen die Titten machen. Ja, praktisch. Ist schon cool. Wenn sie dich umarmt, erstmal so mit dem Kopf zwischen die Titten. Gib mir ein Auto! Gib mir ein Auto! Gib mir ein legendäres Auto! Nein, nicht den Hut! Nicht den... Oh, wenigstens den Land Rover! Ich hab schon verzweifelt. Ja, Jan, dann konnte ich dir im Stehen einblasen, sei doch froh. Bei meinem Cousin war das praktisch. Der hat auch eine so mit 1,55, 1,56 gehabt. Und er ist ja 2,11 Meter. Alter, 2,11 Meter? Was für ein Lullatsch. Ist der Basketballspieler. Nee, aber sein großer Bruder ist 2,09 Meter. Ja, moin. Das ist schon heavy, ey. Nachrichtenzentrale, Autohaus. Aber ist doch praktisch, wenn du groß bist, hast du eine kleine Freundin, die braucht sich nicht mal recht bücken, um da unten ranzukommen. Das hat Vorteile. So ein Kopf leicht neigen. Das witzig bei meiner Freundin. Da brauchst du auch großartig nichts machen. Die packst du dir einfach nur und dann kannst du die im Bett rumschleudern, wie du willst. Ja, das fand ich auch immer lustig. Das macht immer recht Fun. Meine Ex hat ja zum Beispiel mal gemeint, sie muss sich aus Spaß auf meine Bettdecke setzen und mir die Bettdecke nicht geben wollen. Weil ich sie bloß hochgehoben, auf die Seite gesetzt, hätte genommen, fertig. Ja, was willst du bei 50 Kilo? Hallo?
falsch an, so ist das halt manchmal. Wenn die Frau dann auch hochhackige Schuhe trägt. Oder der kann sagen, ich habe eine geile große Freundin. Ich weiß gar nicht mehr, wo hier die Cockpit-Ansicht war. Links abbiegen. Vielleicht Alt F4. Ah. Das ist die Anzeige. Das, ja, das ist auch cool gemacht. Du kannst hier, wie ist es, Leistung, Drehmoment, Ladedruck kannst du gucken, Handbremse 100%. Erster Gang, Kupplung und sowas, wann du die halt machen musst. Die Lenkung. Das ist schon geil. Ladedruck, minus 0,76. Wo war das denn nochmal gewesen? Ladedruck gehört sich im Leerlauf auf 0,5. Mindestens. Hier wechselst das Radio. Gucken kannst du auch. Morgen Leute, ihr hört Horizon Pulse. Ich muss ich da bestimmt nicht. Ach da, Tab, das kannst du auch machen. Nun, ich meine, ich weiß nicht, ob es ein wunderschönes kommt schon, seht euch den Sonnenaufgang an. Nee, da fühlt man sich nicht sicher. Also geil ist die Innenansicht auf jeden Fall. Dieses geile alte Cockpit und so. Kannst natürlich auch so, wenn du ein Lenkrad hast. Du hast dein Ziel erreicht. Also, du siehst sogar die Kilometeranzeige, wie viel der schon gefahren ist. Also der bewegt sich, glaube ich, auch wenn ich jetzt mal gerade ausfahre. Wir sind jetzt bei 1500 954. Ich fahre jetzt mal einen Kilometer. Mal gucken, ob der sich jetzt bewegt. Normalerweise, Kevin hat gesagt, der bewegt sich. Oder auch nicht. Fahrender Sarg, sagt er. Alter, das macht schon total Fun hier, wie es ist, halt im Cockpit drinne zu sitzen und dann zu fahren. Wenn es dann noch so ein altes Auto ist, wo du Motorhaube angucken kannst. Ja. Glaube ich, auch andere Autos benutzen. Ja, genau. Ich benutze jetzt mal hier so ein Sportsauto Quattro. Das kommt bestimmt auch geil. Oh, ein alter Audi Quattro. Ich finde die so geil. Ja, okay, dann hast du hier noch die verschiedenen anderen Dinge, Modelle drinne. Dann ist hier ein Lancia drinne. Stradale. Dann Impreza. Hier von der Auswahl an Autos ist einfach so viel geiles Zeug drin, ne? Ja, aber jetzt kannst du eigentlich schon gar nicht mehr, also von der Geschichte her kannst du eigentlich schon gar nicht mehr toppen mit dem Audi Quattro. Mit dem alten Audi Quattro. Ey, ich hab einen E-Type. Trotzdem, das kannst du nicht toppen. Ja, ich weiß, das sind schon geile Autos. Ich habe letztens auf der Autobahn einen alten Audi 600 gesehen. Guck mal, wie der abgeht. Digga, einfach Vierrad. Deswegen liebe ich Audi. Also bei so einem Audi würde ich auch schwach werden. Aber der Audi Sport, den du gerade fährst, gell?
Der kostet noch im. Es gibt eh nicht mehr viele. Und im guten Zustand kostet er über 40.000 Euro. Ja. Alter, verballer ich mich hier. Alter, was fahren die denn da vorne bitte für Autos? Wollt ihr mich verarschen? Die fassen sich mit der Klasse eingegangen. Ja, ja, das weiß ich, aber was fahren die bitte für ein Auto? Die fahren Japaner. Da war der. Ah, die fahren die ja, ich sehe es gerade. Oh! Was soll denn mein alter Wagen gegen Evo machen? Hallo? Das ist aber PS-Unterschied. Oh, geil, der zieht hier einfach mal weg. Du kannst ja auch Schaden einstellen, also realistischen Schaden und sowas. Okay. Also das ist bei deiner Fahrweise gerade nicht so gut. Nee, das ist auch nicht so gut. Ach, Lancia, oder was es gewesen ist. Ah, nein, ich muss doch noch Gas geben. Oh. Okay, ich wäre jetzt total Schaden gewesen. Ich weiß gar nicht, was du aus dem Auto machen kannst. Ich glaube, du konntest den richtig mega geil tunen. Den konntest du, glaube ich, sogar breit machen oder so. Guck mal, wie der um die Kurven einfach fährt. Das ist so geil. Hier ist das noch richtig geiles Allrad. Ja. Ich wollte gerade fragen, musst du morgen nicht arbeiten, aber du bist ja krankgeschrieben, hast du gesagt. Ja. Voll von Vorteil. Ich muss nur Samstag in der Früh um 2 Uhr los. Ja, moin. Naja, wir fahren ja mit dem 3,5-Tonner, ich und der Arbeitskollege fahren wir dann. Ach ja, ihr fahrt ja nach Dresden, ja, ja. Das, wie weit ist das von euch? Ja, mit dem Auto sind es 2,5 bis 3 Stunden. Ja, okay, das geht ja noch. Ja, wir fahren mit dem 3,5-Tonner, der wo bis 80 fahren darf. Okay, das ist geil. Geil für die Mülltonne, 80, Alter. Mhm. Ich fahr zum Glück nicht, ich bleib am Beifahrer zum Pennen und dann in die Uhrzeit. Aber so wie ich meinen Arbeitskollegen kenne, werde ich nicht zum Pennen kommen. Warum? Was macht der denn bitte für Musik an? Das wird er nicht zulassen. Der will mich einfach die ganze Zeit voll labern. Mit Absicht. Weißt du, anstatt der dich einfach schlafen lässt und du bist dann nachher topfit? Nee, das lässt du nicht zu. Da braucht mir keine Gedanken machen. Ob es auch nicht schlecht wäre, dann eh wahrscheinlich wieder die größte Audi. Ja. Jan, wie ist es? Sorry, dass wir nicht noch die WrestleMania-Karte geholt haben und das Team Battleground. Wenn wir Glück haben, gewinnen wir das. Wenn nicht, dann ja, ist das halt so. Ist halt, der eine hat nicht gezockt und ach, keine Ahnung. Alles ein bisschen blöd gelaufen. Was denn jetzt? Ach, der lädt schon wieder. Ja, und was geil ist, wenn es regnet, macht der automatisch einen Scheibenwischer an. Okay, ja, das ist nicht schlecht. So, was will er hier? Nein, ich will doch hier drauf, meine Güte. Was haben wir denn jetzt noch für Rennen hier in der Umgebung? Die sind schon alle gefahren. Fahrerrennen verfügbar, Saison Meisterschaft abgeschlossen. Das bin ich schon gefahren. Okay. Was haben wir hier? Ist ein Live-Event. Nee. Das ist. Wie gesagt, das hier ist ein pures Online-Spiel. Also hier kannst du so viele Sachen machen. Du kannst auch gegen Online-Gegner die Rennen fahren und halt alles Mögliche, ne?
Also für mich wäre es jetzt nicht so richtig was Forza Horizon. Also Also zum zwei geile Ausprobieren. Autos sind auf jeden Fall dabei. Zum Ausprobieren ist es auf jeden Fall was Geiles, muss ich sagen. Also wenn man sich hier die ganzen Karren anguckt. Nur überlegen, ob ich Lektorlad. Aber das brauche ich ja eh nicht, wenn ich mir jetzt dann vielleicht Rainbow hole. Wäre es bloß unnütz Speicher. Ja, Kevin hat sich ja heute BO2 und Ghost runtergeladen. Der hat ja irgendwie ohne Ende Festplattenspeicher. Als ich das im Discord gelesen habe, zur Black Ops 2, habe ich erst mal zweimal, also dreimal hingeschaut sogar. Weil ich gedacht hätte, ich habe mich gerade verlesen. Okay. Ich fahre mit einem ganz langsamen Auto. Ja, ganz langsames Auto. Kann 407 oder irgendwie sowas. Ja. Aber ich bin nicht der beste Fahrer in dem Spiel. Lass mich den Ufer sehen. Was jetzt? Lol. Naja, es ging noch. Du hast dich wieder auf der Straße gefahren. Ja, das Spiel ist aber gerade abgeschmiert. Oh. Ja, du hängst bei 249 Ja, ich sehe es. Hallo, Spiel? km/h. Vielleicht steht da ein Blitz und die malen dich jetzt kurz und dann lassen sie dich weiterfahren. Ach Mann, das Spiel ist abgestürzt. Was ist das denn? Ich hatte gestern auch tierische Probleme. Was ist denn jetzt da los? Geschützt. Ja, ist ja schön, dass das geschützt ist. Mein Computer scannen. Verarscht mich doch gerade. Jetzt fetzen mir gleich erstmal die Ohren wieder weg. Durchsuchte Archive. Ich mache jetzt hier gerade Turbo-Durchsuching, ob da irgendwas ist, Wenn was. sie gleich die Ohren wegfetzt, sollte ich mal den Stream vorher selber leiser machen, wa? Nee, ach, mir fetzt immer die Ohren weg, weil es das bei mir viel zu laut ist. Ach so. So, 95%. Es wurde aber nichts gefunden. Festplatte C. Okay. Nichts gefunden. Beenden. Ja, denke ich mal. Was haben wir morgen Mittwoch, ne? Also wir haben ja jetzt schon Mittwoch, aber er haut nochmal ein Bit raus. Und noch einen zweiten. Und es wird und einen dritten und einen vierten und einen fünften wahrscheinlich. Kommt hier gar nicht mehr hinterher. Ja, John, das ist, können wir gucken. Dann können wir das gerne zocken. Ein bisschen zocken. So, jetzt muss ich wieder das Spiel starten. Ich will jetzt hier. Ja, ich will nicht Rainbow spielen, auch kein Unreal Tournament. Alter, bei mir werden nur Bits angezeigt, wie es ist in meiner Recent Events, Giveaways, Live-Action. Ich fand es heute mal cool. Habe ich von Nonex den Stream geguckt und hat einer, der schaut auch schon länger zu, hat eiskalt, ich glaube, 70 Bits einzeln rausgehauen, so schnell hintereinander reingespammt. Das Ding wurde gar nicht mehr fertig. Okay, ist glaube ich im Stream auch was lauter. Und was das Spiel gut hingekriegt hat, war
die Sounds, der Sound vom Auto und sowas. Du hörst wirklich den Unterschied zwischen einem V8 und einem V10 und einem V12. Ja, das gehört sich aber auch eigentlich beim Autospiel. Also das, Alter, hat man schon hingekriegt. Die Ferraris, die sind sowas von geil vom Sound her. Als würde ein Formel-1-Wagen an dir vorbeifahren. Ach stimmt, jetzt weiß ich diese Marke Lola. Woran mich die Autos erinnern von der Form her? Le Mans? Welche? Ja, die Marke, also die Lola. Die Marke, da wo du gesagt hast. Form erinnert dich auch an irgendwas. Ja, genau. Le Mans? Die Le Mans denn? Nein, scheiß nochmal Cock. Cock in your face, bitch! Ich sag doch, wenn du jetzt hier wirst, dass du dir die Autos angucken gehst im Spiel. Du hast hier von A bis, ich glaube, was ist das letzte? Das letzte ist B. So. A ist ja, dieser Abarth. Abarth sind das ja hier, diese Abarth-Autos. Da gibt's ja auch den Fiat 500 und schlag mich tot. Dann hast du ja Acura ist dabei, Alfa Romeo ist dabei. Ja, hast du wirklich auch dann noch den neuesten Stelvio Quattro Fogli oder wie der heißt? Achso, ich war weg gewesen, John. Hab ich. Okay, dann hat der Stream das irgendwie nicht aufgenommen. Nee. Ja, ich denke mal, dass wir morgen dann, wie ist es, WoWs. WoW spielen werden. Hat er gefragt gehabt. Aber du hast hier wirklich auch die ältesten Wagen, was so Alfa Romeo an geilen Wagen rausgebracht hat, ist hier dabei. Du hast hier sogar AMC drinne. Alter, hier sind AMC-Autos, ja, das ist schon krass. Was haben wir noch? Aston Martin ist dabei. Die haben auch hier geile Autos drinne. Hier ist auch ein DB5 drinne, DBR1. Ja, Audi ist hier, hast du den R8 V10 Plus, RS6 Avant, TTS Coupé, also hier hast du wirklich eine mega große Auswahl, was an Autos angeht. Und was ich halt persönlich geil finde, hier unten ist der Audi Sport Quattro S1. Das ist so das geilste Auto. Das ist doch, glaube ich, von irgendeiner Rallye ist das doch das Siegerauto, soweit ich das weiß. Walter Röhr hat den gefahren. Ich habe mit dem Auto auch am Pikes Peak einen Rekord aufgestellt gehabt. Und schlaf gut, bis moin. Ja, irgendwie sowas. Und du hast hier einen RS2 Avant, Alter. Oder RS4 Avant. Das sind halt so geile Autos. Oder RS6 von 2003. Hallo. Mega geile Kisten sind hier. Ja, oh, und ja. Was du halt hier hast, ein Typ D. 1939 Auto Union. Das Auto kostet hier 10 Millionen Euro. Also diese Credits. Aber das ist so mega geil. Ja, dann hast du hier noch ein paar Bentleys drin. Ich finde zu wenig. Hier könnte auch noch irgendwie ein anderer Bentley drin sein. Natürlich ein uralter Bentley, 1931. 8 Liter. Bentley hätten sie echt mehr reinmachen können, ja. Ja, die, was haben die da noch für Bentleys gehabt? Ein Intercontinental, ne? Ja. Achso, hier haben wir Continental GT Speed und GT Sport ist hier noch drinne und sowas. Aber Audi, BMW haben sie auch geile Kisten hier drinne. i8, i8 Roadster, M4, halt so Sachen. Die haben auch die älteren Modelle hier drinne, also ein alter M3, ein alter M5, ein M1 ist sogar hier drinne. Ja, und dann so gesehen, wie ist es einer der ersten BMWs? Isetta 300 Export. Ja, das spiegelt BMW 1:1. Ja, total, wenn man sich dann die anderen anguckt. Ich habe keine Ahnung, was das für einer ist. Der Wagen heißt Bowler. Bowler IXRS. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und dann kommt Bugatti. Alter. Hier ist der Chiron drinne, Veyron Supersport und dann der alte 1992er Bugatti Supersport. Alter, das sind Kisten. Ja, und die dann natürlich sind echt Porno.
Und dann natürlich nur alter Bugatti, ne? 1926er. Alter, das ist hier so gesehen ist hier wirklich viel Geschichte aufgezählt. Du könntest zwar die bringen, aber auch immer wieder neue Updates, ne? Hier gibt's noch Autos ohne Ende, die du noch kriegen kannst. Ja, und dann, wenn du hier Chevrolet drinne hast, hast du auch verschiedene. Hier sind ein paar Corvettes drinne. Die C06 ist hier drinne von 2015. Dann hast du hier die C06 von 2.2 drinne. Also, das ist schon alles mega geil gemacht. Chrysler hast du einen drinne. Dann hast du hier Dodge drinne. Die Corvette ZR1 1995er Baujahr mit 200 bin ich rumgefahren. Warte, ich gucke. Ah, die, ja, das ist auch geil. Das sind so Kultfahrzeuge. Er ist erstmal die ganze Zeit rumgeschlichen und dann hat er, und irgendwann nach einer halben Stunde hat er dann erst zu mir gesagt: So, jetzt fahren wir auf die Autobahn, weil jetzt hat es Öltemperatur. Ja, und dann hast du natürlich hier unten den Charger Daytona Hemi. Alter, mega geiles Auto. Jetzt abgesehen von Need for Speed, von Fast and Furious. Das Auto ist einfach geil. Das hat einfach was von, Rennauto. Ja, und wenn du dann hier Ferrari hast du drinne. F12 DTF Ferrari. Dann hast du hier einen 488er GTB drinne. Den neuesten FXXK drinne. Alter, das ist übel. LaFerrari ist hier drin. Das ist ja so gesehen, der FXXK ist ja so gesehen die Rennversion von dem LaFerrari. Jo. Speziale. Du hast hier so viele Ferraris, die. Alter, so. Da sind welche dabei, die kenne ich gar nicht. Ja, natürlich kennt man einen Enzo Ferrari. Oder einen F40, einen F50 kennt man. Oder, weiß ich nicht, F50 GT, hier sind wirklich geile Dinger dabei. Richtig alte, einen alten Fiat hast du dabei. Ja, Ford hast du natürlich auch hier dabei. Hast du einmal den neuesten Ford Mustang GT. Der kostet nur gerade mal 500.000, aber du hast den neuesten drinne. RS-Varianten, Ford GT ist drin. Ich habe mir ja einen Ford GT geholt, aber den fand ich jetzt nicht so super. Alte Ford sind hier natürlich auch drin. Der Ford, Shelby, oh. Ford Bronco. Und hier einer der teuersten Autos hier mit im Spiel. Von 1966 GT40 MK2 LE Mans. Digga. Das ist sowas meinte ich. Das ist auch die Marke Lola. Die machen Autos für Limo. Ja, und ich würde mal behaupten, dass der GT40 alles abgezogen hat. Ja, hier hast du dann einfach Gratis-Autos. Das sind halt alles Driftwagen. Die kann ich mir einfach runterladen. Die haben aber auch persönlich total viel Power. Das sehe ich schon an meinem Ford Mustang, Alter. Dauer durchdrehen der Reifen. Dodge Viper SLT10, lauf runter, Alter. Ja, warte, die muss dann kaufen gehen, ne? Also gratis. Ach, da ist sie schon. Jetzt kann ich mir noch ein Design aussuchen, worauf ich Bock habe. Die kannst du dir ja alles kostenlos. Alle Designs, die jetzt hier drin sind. Wow, was ist das denn für ein Honk? Ich würde das Monster Fade V2 nehmen. Ja, das sieht geil aus. Sieht eigentlich mit einem Geist aus. Das ballern wir jetzt mal drauf. Die Corvette, die Viper, die benutze ich gleich mal. Möchtest du dieses Auto haben? Ja, das Auto möchte ich haben. Oh. Inhalt wird gespeichert. Bitte schalten Sie den Computer nicht aus. Tag ausgeschalten. So. Da warte ich, will ja noch die restlichen Autos zeigen. Was hier halt alles noch so drinne ist, ja. Dann hast du auch sowas hier drinne. Ach, nein, was macht der? Geh wieder zurück. Ein GMC.
Ich weiß nicht, was ein HDT ist. Hab ich vorher auch noch nie in meinem Leben gesehen. Ich auch nicht. Dann hast du hier ein Hennessy. Hennessy. Ja, hab ich schon mal von gehört. Ja, soll aber nicht so gut vom Motor sein. Ist auch nicht besonders großes Auto. Hier hast du dann deine Holden-Autos. Weiß ich auch nicht, was das ist. Holden sagt mir nichts. Bestimmt nee. Engländer. Das Auto in der Mitte sagt mir was, weil das schaut aus wie ein Leichenwagen. Ja. Ja, solange sie den Sarg rausgenommen haben, ist alles gut. Ja, Honda ist hier drinne, dann hast du hier noch mit Hunigan. Das hier auch von Ken Block den Wagen drinne. Den Unicorn. Gymkhana Autos, halt sowas. Und der Wagen hier, der Chef Blair, der kann Wheelie. Bei dem weiß ich das zu 100%. Ja, und hier haben wir den altbewährten HSV. Zweite Bundesliga. Ja, dann hast du einen Hyundai hier drinne. Ah, hallo Ralle, wie geht's dir? Ja, dann hast du hier Infiniti drinne, ne? Einmal den Q60-Konzept, Q50. Ja, international hast du dann auch sowas drinne. Jaguar, wirst du, hast du auch ein paar drinne. Voll geil eigentlich. So ein paar Typen. Also, hier sowas wie der E-Type. Alter, 10 Millionen kostet der. Warum? Könnte besser sein, Ralle. Was los? Ja, und dann hast du hier drüben Bond-Autos. Gibt's auch eine komplette Kategorie für. DB10. Also hier sind so richtige mega geile Karren drin. Ja, und ein Citroën. Würde ich gerade sagen. Alter, das ist aber ein fetter Nachbau von irgendeinem Ami. Citroën 2 CV6, das perfekte Bond-Auto. Naja, das ist einer der ersten Bond-Filme, ne? Ja. Und ein Kia ist hier drin. Ein Stinger. Ja, und dann kommen wir hier zu der Oberklasse, was an Wagen geht. Ein Arrigera RS. Ein Regera. Ein 1-1. Und ein Agera selber. Digga, die Dinger fahren so brutal schnell. Hier, Kevin hat gesagt, ich glaube, der Martin hatte einen Agera RS gehabt. Den hat der sofort wieder verkauft, weil das Ding einfach nicht handelbar ist. Jetzt kommen wir zu den Autos, die ich auch sehr mag. Lamborghini. Das ist den Centenario. Alter, das Auto ist so brutal. Und der Veneno. Alter, das ist nicht mehr normal, wie die Wagen aussehen. Also, man kann ja da drauf gehen, das lädt ja dann immer so lange. Nies-Attacken allgemein gibt es. Mir geht's hervorragend. Ja, das ist dann natürlich nicht so toll. Hallo, ich will mir den Wagen angucken, ihr Wichser. Ich will den doch noch nicht kaufen, ich habe doch gar keine Kohle dafür. Komm, ich klatsche das jetzt einfach mal drauf, wird heruntergeladen. Kann ich mir jetzt wenigstens das Auto jetzt mal angucken? Meine Fresse. Wird heruntergeladen. Ja, komm. Ja, hier ist es. Hallo, ich will mir die Kamera wechseln. Genau. Kann man den auch rauszoomen? Alter, das ist einfach dieses Design von dem Ding. Mehr Future Car geht einfach nicht. Nee. Und dann hinten dieser fette Monsterflügel von sonst was. Alter! Echt schon heftig. Ja, aber die Kohle musst du dann auch erstmal zusammensparen. Das ist ja das Oberproblem. Aber der hier, der Concenari, Nario, der soll irgendwie noch schneller sein als der Veneno. Jetzt will er wieder Design auswählen. Nehmen wir einfach das Design. Kamera wechseln. Also der sieht auch so brutal aus, die Felgen einfach. Und dann hinten der Arsch. Alter, breiter als wie von der Schwarzen.
Ja, Ralle, das ist auch ein geiles Spiel. Das habe ich auch schon durchgezockt gehabt. Mega geil mit Tiere kontrollieren und sowas. Also, Lambo-mäßig haben die ja wirklich Geiles reingebracht. Außer der hier. Urus. Warum muss Lambo einen Geländewagen machen? Oder geländemäßig? Das ist genauso wie hier unten. Hast du auch einen LM 002 Lamborghini? Ja, es kam Hallo? halt immer wieder, ist halt ein Jeep in der Mode, dann müssen die halt auch irgendwie schauen, wie sie noch Geld machen. Weiß ich. Du hast ja hier auch verschiedene Dinger drinne, ne? Lancia ist hier drinne, Land Rover ist hier drinne. Ja, Local Motors ist hier drinne, dann ist hier der Lola drinne. Ja, Lotus, die hässlichsten Autos der Welt. Oh ja. Man sieht's am Lotus 1956, 11. Maserati hast du welche hier drinne? Mega geile Dinger. Muss ich sagen. Die kosten, glaube ich, auch. Ja, ein paar Millionen kosten die. Ich liebe sowas. Wie, bin so wie eh der Bogenspieler auch in anderen Far Cry nur Bogen. Oder? Ja, im Ralle, das ist wirklich mega, das Spiel. Ja, Mazda ist hier drinne. Hast du ein paar Modelle. Dann hast du McLaren hier drinne. Hier ist auch der neueste McLaren drinne, der Senna. Mega geiles Auto. P1, auch total geil. Also automäßig, dann hast du hier auch Mercedes drinne, einmal die AMG-Modelle. Ja, hier hast du dann auch so dickere Mercedes. Ein Unimog. Alter. Aber das ist total geil. Hier oben hast du den Mercedes-Truck drinne. Voll mega eigentlich. Was du an Autos drin hast. Hier unten hast du natürlich auch ein AMG, CLK, GTR. Mega geile Alter, Mercedes 1939. Ja, sowas gibt's dann auch. Der total verbaute Metro. Was haben wir noch? Mini ist hier drinne. Hier ist auch der X-Ray drinne. Alter, was für ein Auto. Den haben sie, glaube ich, in der Dakar benutzt. Ja, glaub schon. Ja, Nissan haben sie auch hier drinne. Verschiedene Nissan-Modelle. Dann hast du auch hier so einen übertriebenen Nissan. R390. Nicht mehr normal. Ich weiß nur von Kevin, du kannst alle Modelle von Nissan kannst du super mega geil tunen. Ach, ein Oldsmobile. Oh, es gibt sogar einen Opel. Ein Och Manta. man. Pagani gibt's natürlich auch. Ein Aber ich Sonderherr. sehe da auf der Antenne bei dem Manta sehe ich keinen Fuchsschwanz. Nee, kannst du wahrscheinlich nachträglich installieren. Ja, und dann hast du hier diese verschiedenen Dinger, ne? Also Zonda-R, Zonda-Quinche, was weiß ich, wie die Scheiße heißt. Hurra-BC. Frag mich nicht. Sind auf jeden Fall mega geile Autos. Oh, ein Peugeot ist auch dabei. Ja, der Flohmode ist auch. Spitzensportwagen. Ja. Flohmode ist auch dabei. Ja, und dann ist so hier meine Kategorie hier so Trans Am, GTA, GTO. Ja, und Porsche gibt's ja auch total viele, die sind auch mega geil. Genau, hier der 918 Spider. Der fährt 431 km/h, wenn du den voll hochgehauen hast. Mega geil. Also bei Porsche ist echt hier mega Autos, was sie hier drin haben. Ach, hier ist auch ein Carrera GT. Auch gut. Ja, alte Porsche sind hier drinne. Kennst du den hier noch? Super Van 3? Oder Warte, ja. Mr. Bean, wo der den Mr. immer Bean, ja. umgekickt hat. Der in Blau. Ja. Ja. Renault hast du halt hier drinne, falls du wirst es auf dem Clio stehst, vegan Clio RS 200, was weiß ich.
Ah, Renault Turbo. Ist auch ein geiles Modell, 5 Turbo. Hm? Ja, kommt okay. Hin. Dann hast du hier ein S7. Eine Saleen. Was für ein hässliches Auto. hier hast du dann halt die Shelby-Modelle und dann der hier. Spania GTA. Hallo, was ist denn das für ein Auto und für ein Name? Spania GTA. Ist die Motorhaube schaut so aus, hätte man die mit der Axt so abgehackt, Freunde. Ja, da hätte sie einfach so einen Keilbruch reingeballert. Ja, Subaru hast du halt diese verschiedenen. Impreza, BRZ, WRX. Das sind auch geile Autos. Was ist das hier? Da ist sogar ein Tammo. Racemo. Keine Ahnung, was das ist. Bestimmt ein Elektroauto oder so. Hier hast du dann Fast and Furious. Ja, aber original. Ja. Dann hast du hier die Toyota Land Cruiser. Mega geil eigentlich. Ein Triumph hast du dabei. Ein TVR. Voll geil eigentlich. So, hier kommen wir jetzt zur Kategorie, weil das ja in England spielt, das Spiel, der vierte Teil. Vauxhall. Ja, Vauxhall ist doch Opel, ne? Ja. Ja, hast du Opel-Modelle hier drin? Corsa, Nastra, Insignia. Alter. Ja, und ich hab gedacht, hier wäre kein Opel Abteilung drin. Volkswagen. Da hast du auch ein paar geile hier. Das reicht schon hier oben, der Volkswagen. Oder Golf R, Alter. Ja. Scirocco kannst du, glaube ich, auf breit machen. Touareg R50. Golf R32. Ja. Das ist geil. Golf R32, das ist der einzigste Sechszylinder, den wo sie je gebaut haben. Ja, also die haben hier schon geile... Meins wäre eher hier oben so der Corrado. Corrado V6, ein Traum. Das ist wieder sowas Geiles. Ja, und was du hier hinten hast? Typ 2, Deluxe. Ja, Volvo gibt's natürlich auch hier drinnen, ne? Hier hast du dann Elektrokarre. W Motors. Ich habe keine Ahnung, was der kann, ey. Ja, und dann der Willis. Das würde ich mal behaupten, war ein Kriegsauto. Ja. Also, es gibt schon geile Dinger. So, jetzt fahren wir doch mal mit der Corvette. Ich mache da mal Auktionshaus. Meine Auktion wurde natürlich beides wieder nicht gekauft. Jetzt ist mir das auch scheißegal, dann behalte ich den Wagen halt. Kevin Pascal um. Kennst du den? Warum? Wo steht das? Und ich glaube, den kennst du nicht. Mich schon gewundert. Hey. Nö. So, noch den anderen zurückfordern. Dann bleiben die Autos halt in meiner Garage. Verstauben. Zurückfordern. Hier kannst du ja auch so Scheunenfunde machen. Das ist jetzt wie der jetzt. Ist ein Scheunenfund der TVR. Und der andere ist ein Scheunenfund. So, wollen wir doch jetzt mal mit dem fahren. Wir sind live vom Horizon Festival. Gar keine Kontrolle über den Wagen. Aber driften kann der geil. Der ist richtig geil zum Driften auf jeden Fall. Okay, hier steht ja auch Hunigan drauf, der ist zum Driften immer. Ja, weiß ich. Ist ja extra ein Drifter. Da musst du dir selber keinen mehr machen. Das brauchen sie aber eigentlich nicht dazu schreiben. Das reicht eigentlich, wenn man hinten Hunigan liest. Das war da mal verkackt, der Drift. Oh, bitte. Boah!
Der Kevin findet das Driften ja hier, wie ist das total geil, aber für mich ist das irgendwie nichts. Das ist Gewöhnungssache. Also Driftmäßig ist eigentlich genauso wie bei GTA. Ja, du musst einfach bloß lernen. Ja, moin. Ah, er driftet auch oder was? Also, das ist auch schon, ja. Also um wie ist das Kreisverkehr kann ich driften. Ja, es ist auch nicht so. Okay, Drift-Events mit dem Driftwagen ist schon geil. Ja. Weil dieser Lenkeinschlag einfach, ne? Das ist übel. Es ist schon ein cooles Auto, muss ich echt sagen. Ich überlege, ich habe ja hier hinten noch einen Drifter. Mit dem kannst du gerne einen Ticken besser fahren. Finde ich. Ja, Mustang wirst du ja auch leichter lenken. Die Viper ist so, da musst echt mit Controller spielen, dass du Feinoptimierung machen kannst über den Drift. Ja, du hast hier halt nur eine Tastatur, ne? Du kannst halt nicht so machen, wie du das eigentlich willst. Warte mal, ich fahr mal zu dem anderen hin. Es hat aber, wenn es um Schnelligkeit geht, der hier, der macht's. Lola ist einfach so aggressives Monster. Das wirst du gleich beim Start sehen. So. Und los. Der Wagen driftet mir bei 380 Sachen weg gleich. Nicht schlecht. Ich bin jetzt gleich schon auf 380. Jetzt geht's in die Kurve und ich habe gar keine Kontrolle über den Wagen mehr. Warte. Ja, hast gesehen. Das ist so brutal. Und der Verkehr läuft hier. Boah, jetzt bin ich wieder bei 380 am Driften. Fliegst halt komplett runter, out of map, Alter. Aber diese Beschleunigung von dem Wagen ist einfach so brutal. Die Beschleunigung ist echt übel. Du bist, glaube ich, innerhalb von mindestens 1 oder 2 Sekunden bist du von 100 auf 200. Hierbei ist halt das Problem, er hat kein Allrad. Ja.
Der hat kein Allrad, also wirst es liegt ja auch nicht so mega auf der Straße. Leider. Leider. Schade eigentlich, dass der nicht so schön auf der Straße liegt. Ja, und den Lotus hier, den kannst du ja voll in die Mülltonne klopfen. Das Ding ist so langsam. Ja, Lotus ist sowieso für den Arsch. Ja, und wenn du dann hier die Mercedes hast, Alter. Ich finde ja den hier verdammt brutal zum Fahren. Den C63. Einfach der Sound davon. Ja, der Sound ist nicht schlecht. Ja, und einfach diesen geilen Breitbau. Liberty Walk und dann ab dafür in die Olga. Ja. Ist aber auch, ich glaube, habe ich nicht auf Allrad gemacht, ne? Achte mal, ich guck noch mal gerade, ob der jetzt auf Allrad ist. Ne, nur Hinterachse. Ich überlege, der dreht jetzt erstmal die ganze Zeit Reifen durch, bevor der hier überhaupt aus Potte kommt. Der kann auch 398 km/h oder so. Ist dann auch eine Herausforderung. Ja, aber das hast du nachher erreicht und dann geht's halt nicht weiter, ne? Du merkst aber auch, weil der Wisses halt kein Allrad hat, der kommt nicht so gut um die Kurve. Der müsste dann auch den Hermann machen. Was ich ja total witzig finde, was ich mit meinem Porsche gemacht habe. Also mit dem großen Polizeiauto. Ja, lol. Auch Rocket Bunny Breitbau. Oh Mann. Ey, wie gesagt, das macht total Fun, das Spiel. Das ist auf jeden Fall besser als Need for Speed. Ja, und der Sound im Tunnel. Sache, sobald ein Auto Allrad hier in dem Spiel hat, hat das tausendmal mehr Grip. Ja. Und wie schnell er bremst, weißt du, was er für einen Bremsweg hat nur. Naja, ist trotzdem noch ein langer Bremsweg. Also Fun macht das Spiel allemal. Und wenn du dir mal diesen, du musst ja nur mal dieses Probeding machen. Sagen wir mal, du gehst ja für 99 Cent, machst du einen Monat. Spielst du das einfach mal einen Monat. Wenn es dir dann gefällt, kannst du ja noch immer sagen, ja komm, ich mach hier für einen Monat oder so. Und dann kannst du ja immer überlegen, kannst du ja immer kündigen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Das ist nichts so für mich. Hallo, ich hab gedacht, sie soll hier lang fahren. Wer fällt ein? Und nochmal quer fällt ein. Dafür hat man ihn ja. Route wird neu berechnet.
Und das Navi finde ich halt total witzig, ne? Du hast dein Ziel erreicht. Nee, meine großen Autos will ich jetzt nicht unbedingt dafür benutzen. Ach so, ich kann ja alles Mögliche benutzen. Ich könnte auch meinen Uraltwagen benutzen. Was benutze ich denn mal? Ah komm, nimm mal, wirst du sofort Focus RS. Das ist halt total geil gemacht und wirst du hast hier halt verschiedene Kategorien und so, ne? Ja, das ist schon geil. Du kannst halt wirklich jedes Rennen individuell gestalten. Und halt wirklich mit jedem Auto fahren. Dann passen die das automatisch an deine Klasse und alles Mögliche. Aber wenn du dann hier guckst, Startaufstellung: VW Golf 14, Astra, Audi, Renault, so Sachen halt, ne? Ja. ...250 kann der Wagen, okay. Ja moinsen, er hat einen Wheelspin. Aber schon wieder ein englischer RS. Ja. So scheiße ist der Ford gar nicht, muss ich sagen. Nein, der ist gut. Den kann man echt gut fahren, muss ich sagen, hier in dem Spiel. Überhol den VW! Ich werde dann bloß nur langsam ins Bett gehen. Ich bin schon seit 5 auf. Achso, ja, okay, das ist dann doof. Ja, ich will nicht zu sehr aus meinem Schlafrhythmus rauskommen. Okay, der ist eh schon im Arsch, aber. Ah, wir haben erst 0.42 Uhr. Ich muss am Freitag um 2 Uhr fahren können. Zumindest mit dem Auto zum LKW. Joa. Sind ja noch ein paar Tage. Ja. Ja gut, dann geh du mal pennen. Samstag. Ach, Samstag. Ich hab nicht gehört, ob ich Freitag gesagt habe. Stimmt nicht. Also von Freitag auf Samstag die Nacht. Ja. Ah, okay. Ja, dann geh du mal pennen. Ja, dir noch viel Spaß. Ja, ich mach jetzt vielleicht noch 20 Minuten oder so, dann mach ich auch aus, je nachdem. Boah, okay. Wir hören uns dann morgen, ne? BOW? Jo. Jut, jut. Dann bis moin und fan jut. Du auch. Bis moin. Tschüssi. Ciao.
Zieh, mein kleines, zieh! Und dem Ziel. Auf Papas Nacken. Und ein Wheelspin. Oh yeah, ein Beetle. Läuft bei mir. Rennen hier in der Nähe. Ah, nee. So, mein lieber Stream. Danke, dass ihr fast 4 Stunden lang zugeschaut habt. Ich werde da morgen wieder streamen. Wahrscheinlich World of Warships. Vielleicht dann noch ein bisschen was Forza. Je nachdem. Vielleicht noch Rainbow. Vielleicht noch irgendwie ein anderes Spiel. Aber das ergibt sich alles noch und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüssi!